Roll! Das ist ein Einjähriger. Er ist nur ein Rekrut. Treten Sie näher ran. Ich bin vollkommen diensttauglich. Das entzieht sich Ihrer Beurteilung. Antworten Sie auf das, was ich Sie frage, und enthalten sich eigener Bemerkungen. Gewiss, Herr Generalarzt. Heben Sie die Arme. Wo stammen Sie her? Aus dem Rheingau, nahe Mainz. Nennen Sie Ihr Zivilverhältnis? Ich beabsichtige, die Hotelkarriere einzuschlagen. Die Hotelkarriere? Mhm. So, Sie beabsichtigen. Nämlich zu welchem Zeitpunkt? Nachdem ich meiner militärischen Dienstpflicht genügt habe. So, so. Warum rucken und zucken Sie so mit den Schultern? Sind Sie nervös? Nein, dass ich nervös sein könnte, ist mir noch nie in den Sinn gekommen. Dann unterlassen Sie das Zucken. Ja, Herr Generalarzt. Ich bin nicht Generalarzt. Und Sie zucken ja weiter. Dann bitte ich um Verzeihung. Nach Ihrer derzeitigen Beschäftigung habe ich Sie gefragt. Ich unterstütze meine Mutter bei dem Betrieb eines größeren Fremdenheimes zu Frankfurt am Main. Allen Respekt. Husten Sie. Haben Sie schwere Krankheiten überstanden? Nein, Herr Militärarzt. Schwerere niemals. Meines Wissens bin ich ganz gesund und war es auch jederzeit, wenn ich von unbedeutenden Schwankungen meines Befindens absehen darf, und fühle mich für alle Waffengattungen bestens geeignet. Schweigen Sie! Lassen Sie Ihre Tauglichkeit meine Sache sein und reden Sie nichts Überflüssiges. Sie reden fortgesetzt Überflüssiges. Sagen Sie mal, was ist eigentlich mit Ihnen? Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Hörspiel nach dem Roman von Thomas Mann. Hörspielbearbeitung und Regie: Sven Stricker. Ich stamme aus feinbürgerlichem, wenn auch liederlichem Hause. Mein armer Vater war Inhaber der Firma Engelbert Krull, welche die untergegangene Sektmarke Lorelei Extra Cuvée erzeugte. César. Er besaß, wie wohl dick und fett, viel persönliche Grazie und legte stets Gewicht auf eine gewählte und durchsichtige Ausdrucksweise. Von seiner Großmutter her hatte er französisches Blut ererbt, hatte selbst eine Lehrzeit in Frankreich verbracht und blieb bis gegen das Ende seines Lebens ein Günstling der Frauen. Ich gutiere das. Meine Schwester Olympia und ich standen mehrere Monate lang unter der Obhut eines Fräuleins aus Vevey, das dann freilich, da sich ein Verhältnis weiblicher Rivalität zwischen ihr und meiner Mutter, und zwar in Beziehung auf meinen Vater, gebildet hatte, das Feld räumen musste. Die Natur ist nichts als Fäulnis und Schimmel, und ich bin zu ihrem Priester bestellt. Darum heiße ich Schimmelpriester. Warum ich aber Felix heiße, das weiß Gott allein. Mein Pate Schimmelpriester, mit dem ich auf sehr innigem Fuße stand, war ein vielfach geschätzter Künstler, den jedermann im Städtchen Herr Professor nannte. Obgleich ihm dieser schöne, begehrenswerte Titel von Amts wegen vielleicht nicht einmal zukam. Krull, Ihre Personen ehren, aber Ihren Champagner sollte die Polizei verbieten. Vor 8 Tagen habe ich mich verleiten lassen, eine halbe Flasche davon zu trinken. Und noch heute hat sich meine Natur nicht von diesem Angriff erholt. Mein Vater legte ein ungemeines Gewicht auf das Äußere der Flasche. Ist es Petroleum oder Fusel, was Sie bei der Dosierung zusetzen? Das ist Giftmischerei. Allerdings scheint es, dass die Beschaffenheit des Weines dieser blendenden Aufmachung nicht vollkommen entsprach. Fürchten Sie die Gesetze? Sie haben leicht spotten, Schimmelpriester. Aber ich muss billig herstellen, weil das Vorurteil gegen die heimischen Fabrikate es so will. Kurz, ich gebe dem Publikum, woran es glaubt. Außerdem sitzt die Konkurrenz mir im Nacken, lieber Freund, so dass es kaum noch zum Aushalten ist. Soweit mein Vater. Unsere Villa gehörte zu jenen anmutigen Herrensitzen, die an sanfte Abhänge gelehnt den Blick über die Rheinlandschaft beherrschen. Der abfallende Garten war freigebig mit Zwergen, Pilzen und allerlei täuschend nachgeahmtem Getier aus Steingut geschmückt. Die innere Häuslichkeit war nach dem Geschmack meines Vaters sowohl lauschig wie heiter. Hier wurde ich an einem lauen Regentage des Wonnemondes, einem Sonntage übrigens, geboren.
Meine Geburt ging, wenn ich richtig unterrichtet bin, nur sehr langsam vonstatten. Und zwar hauptsächlich deshalb, weil ich mich außerordentlich untätig und teilnahmslos dabei verhielt. Die Bemühungen meiner Mutter fast gar nicht unterstützte und nicht den mindesten Eifer zeigte, auf eine Welt zu gelangen, die ich später so inständig lieben sollte. Ungewöhnlich meine von jeher ausgeprägte Schlaflust, in der man durchaus einen Widerspruch zu dem großen Lebens- und Liebesdrang erblicken könnte, der mich beseelte und von dem noch zu sprechen sein wird. Jetzt, wo ich obgleich erst 40-jährig gealtert und müde bin, wo kein begieriges Gefühl mich mehr zu den Menschen drängt und ich gänzlich auf mich selbst bezogen dahinlebe, jetzt erst ist auch meine Schlafkraft erlahmt. Jetzt erst bin ich dem Schlafe gewissermaßen entfremdet. Ist mein Schlummer kurz, untief und flüchtig geworden. Einsam aufwachsend, denn meine Schwester Olympia war mir um mehrere Lebensjahre voraus, neigte ich zu sonderbaren und spintisierenden Beschäftigungen, die mich von meinen Alters- und Schulgenossen innerlich absonderten. So kam es, dass diese Burschen, Weingutsbesitzers und Beamtensöhne, von Seiten ihrer Eltern vor mir gewarnt und von mir ferngehalten wurden. Bei uns gehe es nicht ehrbar zu. Das schmerzte mich. Obwohl es gewissermaßen seine Richtigkeit hat. Sehr oft, da meine Eltern sich bis zur Erbitterung miteinander langweilten, hatten wir Gäste aus Mainz und Wiesbaden und dann ging es reichlich aufgeräumt bei uns zu. César. Man fand sich meistens zum Diner um 7 Uhr ein und dann pflegte die Lustbarkeit, die Klaviermusik, das Schlürfen des Tanzes, das Gelächter, Gekreisch und Gejachter die ganze Nacht hindurch kein Ende zu nehmen. Der Tanz war ausgelassen und üppig. Die Pfänderspiele bildeten einen Vorwand für Küsse und andere körperliche Annäherungen. Die Frauen in ausgeschnittenen Kleidern beugten sich lachend über die Stuhllehnen, um Einblick in ihren Busen zu gewähren und so die Herrenwelt für sich zu gewinnen. Und den Höhepunkt des Ganzen bildete nicht selten die Schelmerei, dass plötzlich das Gas ausgedreht wurde, was jedes Mal ein unbeschreibliches Drunter und Drüber zur Folge hatte. Gern rufe ich mir das Bild meines Vaters vor die Seele zurück, wie er mit seinem weißen Spitzbart und seinem mit weißseidener Weste umhüllten Bauch der Tafel vorsaß. Der Genuss war ihm von der blanken und geröteten Miene zu lesen. Meine Mutter und Schwester überließen sich einer geistlosen Völlerei und kicherten zwischendurch mit ihren Nachbarn hinter gespreiztem Fächer. Diese geselligen Unterhaltungen waren vorzüglich gemeint, wenn unser Hauswesen im Städtchen für verdächtig galt. Und man fasste, wie mir zu Ohren kam, dabei hauptsächlich die ökonomische Seite der Sache ins Auge, indem man nämlich munkelte und nur zu Recht damit hatte, dass die Geschäfte meines armen Vaters verzweifelt schlecht stünden und dass die kostbaren Diners ihm als Wirtschafter notwendig den Rest geben müssten. Dieses öffentliche Misstrauen, das meiner Feinfühligkeit früh bemerkbar wurde, vereinigte sich, wie erwähnt, mit gewissen Sonderbarkeiten meines Charakters, um eine Vereinsamung zu zeitigen, die mir oft Kummer bereitete. Desto herzlicher beglückte mich ein Erlebnis, dessen Schilderung ich hier mit besonderem Vergnügen einrücken werde. Mein erster Theaterbesuch. Er fällt in mein 14. Jahr, immerhin also in eine Zeit, als meine körperliche und geistige Reife schon weit vorgeschritten und meine Empfänglichkeit für Eindrücke sogar besonders lebhaft zu nennen war. Die Frauen, die sich in den Balkons den Busen fächelten, die Herren, die sich plaudernd über sie neigten, die summende Versammlung im Parkett, zu der wir gehörten, die Düfte, die aus Haaren und Kleidern quollen und sich mit dem Geruch des Leuchtgases vermischten. Eine solche Vereinigung von Menschen hatte ich bis dahin nur in der Kirche gesehen. Und in der Tat erschien mir das Theater als eine Kirche des Vergnügens. Man spielte ein Stück von bescheidenem Genre, eine Operette, deren Namen ich zu meinem Leidwesen vergessen habe. Und in ihrem Mittelpunkt stand der Stern des Theaters, ein überaus beliebter Sänger namens Müller-Rosé. Müller-Rosé, im Frack, mit reich gefälteter Hemdbrust, in welcher Diamantknöpfe blitzten. Mit silberner Stimme sprechend und lachend, mit einer Anmut, der nichts fahrlässig Alltägliches anhaftete, verbreitete auf der Bühne eine ungeheure Lebensfreude, wenn anders dies Wort das köstlich schmerzhafte Gefühl von Neid, Sehnsucht, Hoffnung und Liebesdrang bezeichnet, wozu der Anblick des Schönen und glücklich Vollkommenen die Menschenseele entzündet. Mein Vater unterhielt sich königlich. Nach Schluss der Vorstellung draußen auf dem Gange sagte er zu mir: Komm mit, wir wollen ihm doch die Hand schütteln. Gott, als ob wir nicht genaue Bekannte wären, Müller und ich.
Er wird enchantiert sein, mich zu sehen. Und nachdem er unseren Damen befohlen hatte, in der Vorhalle auf uns zu warten, brachen wir wirklich auf, um Müller-Rosé zu begrüßen. Wer da? Darf man eintreten? Müller-Rosé antwortete, dass man vielleicht etwas anderes hier nicht Wiederzugebendes tun dürfe. Müller, ich bin es. Krull. Engelbert Krull. Man wird Ihnen doch wohl die Hand schütteln dürfen. Du bist es, altes Sumpfhuhn. Na, immer rein ins Vergnügen. Sie werden ja wohl nicht Schaden nehmen durch meine Blöße. Wir traten ein und ein Anblick von unvergesslicher Widerlichkeit bot sich dem Knaben dar. An einem schmutzigen Tisch und vor einem staubigen und bekleckten Spiegel saß Müller-Rosé. Nichts weiter am Leibe als eine Unterhose aus grauem Trikot. Na, wie war ich, Krull? Wie fanden Sie mich? Die eine Hälfte seines Gesichts war noch bedeckt mit jener rosigen Schicht, die sein Antlitz vorhin so idealisch hatte erscheinen lassen. Jetzt aber lächerlich, rot-gelb gegen die käsige Fahlheit der anderen, schon entfärbten Gesichtshälfte abstach. Habe ich gefallen? Sagen Sie mir, ob ich gefallen habe. Da er die schön kastanienbraune Perücke abgelegt hatte, erkannte ich, dass er rothaarig war. Sie waren einfach... Halten Sie die Schnauze oder die Pfoten für das Schmackhaftere. Das hätte hingehen mögen, wenn nicht Brust, Schultern, Rücken und Oberarme Müller-Rosés mit Pickeln besät gewesen wären. Es waren abscheuliche Pickel, rot umrändert, mit Eiterköpfen versehen, auch blutend zum Teil. Und noch heute kann ich mich bei dem Gedanken daran eines Schauders nicht erwehren. Dies also, dies verschmierte und aussätzige Individuum, ist der Herzensdieb, zu dem soeben die graue Menge sehnsüchtig emporträumte. Wie viel Bewunderung gebührt ihm nicht für das, was ihm heute und offenbar täglich gelang. Eine tiefe Ergriffenheit war die Folge dieser Begegnung. Eine Sehnsucht, Hoffnung und Trunkenheit und Freude. Eine Empfindung von solcher Macht, dass sie zuweilen meine Brust zu sprengen drohte. Ja, mich gewissermaßen krank machte und mir nicht selten zum Anlass diente, die Schule zu... Welche Schulen haben Sie besucht? Ich durchlief 6 Klassen der Oberrealschule. Und warum nicht die 7. Antworten Sie. Ich blieb in der Schule zurück, weil ein wiederkehrendes Unwohlsein mich öfter bettlägerig machte und häufig den Unterricht zu versäumen zwang. Auch glaubten die Herren Lehrer, mir Mangel an Aufmerksamkeit und Fleiß zum Vorwurf machen zu müssen, was mich sehr herabstimmte und entmutigte, da ich mir keiner Schuld und Nachlässigkeit in dieser Sache... Sind Sie denn schwerhörig? Gehen Sie dorthin, weiter zurück. Wiederholen Sie, was ich sage. 1927. 1927. 25-6. 25-6. 1970. 1970. Nun, Sie hören recht gut. Treten Sie wieder heran. Und sagen Sie uns einmal ganz genau, wie sich das Unwohlsein äußerte, das Sie zuweilen vom Schulbesuch abhielt. Unser Hausarzt, Sanitätsrat Düsing, pflegte es für eine Art Migräne zu erklären. Migräne also. Und wie trat sie denn auf, diese Migräne? Beschreiben Sie uns den Anfall. Stellten sich Kopfschmerzen ein? Ja, Kopfschmerzen auch. So wie ein Sausen in beiden Ohren und hauptsächlich eine große Not und Furcht oder vielmehr Verzagtheit des ganzen Körpers, welche endlich in heftige Würgekrämpfe übergeht, sodass es mich fast aus dem Bett schleudert. Würgekrämpfe? Andere Krämpfe nicht? Nein, andere gewiss nicht. Aber Ohrensausen? Ohrensausen war allerdings vielfach dabei. Zwischendurch geschah es also nicht selten, dass ich an Schultagen für krank zu Hause und im Bette blieb. Und zwar nicht ohne innere Berechtigung. Bist du krank? Ich glaube schon. Nach meiner Theorie wird jede Täuschung, der keinerlei höhere Wahrheit zugrunde liegt und die nichts ist als bare Lüge, plump, unvollkommen und für den Erstbesten durchschaubar sein. Was fehlt dir denn? Kopf,
Nur der Betrug hat Aussicht auf Erfolg bei den Menschen, der den Namen des Betrugs nicht durchaus verdient, sondern nichts ist als die Ausstattung einer lebendigen, aber nicht völlig ins Reich des Wirklichen eingetretenen Wahrheit mit denjenigen materiellen Merkmalen, derer sie bedarf, um von der Welt erkannt und gewürdigt zu werden. Wenn meine Mutter stutzig blieb, entschloss ich mich zu einem Haupt- und Daueranfall so furchtbaren Würgekrampfes, dass es aussah, als sollte ich überhaupt nicht wieder zu Atem kommen. Ich schicke zu Düsing. Wie oft hatte ich mir eine solche Szene ausgemalt? Wie oft mich im Geiste darin geübt, bevor ich mir Mut fasste, mich in Wirklichkeit damit sehen zu lassen? Ich weiß nicht, ob man mich versteht, aber zum Glück glaubte ich zu träumen, als ich sie zum ersten Mal praktisch ausgeführt und einen vollen Erfolg damit erzielt hatte. Ich hatte die Natur verbessert, einen Traum verwirklicht. Ei, 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 was haben wir denn da? Eine Stunde später kam Sanitätsrat Düsing. Dieser Mensch hätte mir gefährlich werden können, nicht durch seine mangelnden ärztlichen Fähigkeiten, wohl aber durch die plumpe Lebensklugheit, die ihm wie so vielen untergeordneten Charakteren eigentümlich war. Was sind denn das? Jedes Mal, wenn er sich meinem Bette genähert, sich niedergelassen und mich ein wenig betrachtet und befragt hatte, jedes Mal, sage ich, kam der Augenblick, wo ein Schweigen, ein Lächeln, ein Blinzeln von seiner Seite mich aufforderte, ihm insgeheim auf dieselbe Weise zu erwidern und mich ihm als schulkrank, wie er es in seiner Gewöhnlichkeit nennen mochte, zu bekennen. Nie bin ich ihm das kleinste Schrittchen entgegengekommen. Und nicht Vorsicht hinderte mich daran, als vielmehr Stolz und Verachtung. Meine Augen wurden nur trüber und ratloser, meine Wangen hohler, meine Lippen schlaffer, meine Atemzüge kürzer und beklommener angesichts seiner Versuche, sich mit mir ins Migräne. Einvernehmen zu setzen. Kein Grund zur Beunruhigung. Er musste ja wohl oder übel zum Spruche kommen. Wir kennen ja diese Neigung bei unserem jungen Freunde. Ich empfehle Ruhe, keine Besuche, wenig Gespräche. Am besten Verdunklung des Zimmers. Alleingelassen verbrachte ich den Tag und etwa noch ein paar folgende, bei spärlicher Kost, die mir jedoch nur desto besser mundete, in Frieden und Freiheit, unter süßen Träumereien von Welt und Zukunft. Und von jener Angelegenheit, die schon sehr früh in meinem Leben eine Rolle spielte. Lange nämlich, bevor ich irgendeinen Namen dafür besaß. Unser Zimmermädchen, Genoveva, welches im zarten Alter bei uns eingetreten, um mein 16. Lebensjahr, anfangs der 30er stand, war auch um diese Zeit mangels der notwendigen Glücksgüter noch weit von ihrer Verheiratung entfernt. Und der großen, wohlgenährten Blondine mit den grünen, erregten Augen und den gezierten Bewegungen mochte die lange und immer noch unabsehbare Wartezeit oft genug verdrießlich sein. Der Sohn des Hauses jedoch, als er angenehm heranwuchs, erregte in dem Maße ihr weibliches Gefallen, dass dessen Zufriedenstellung für sie gewissermaßen eine häusliche Pflicht und außerdem eine Vereinigung mit der höheren Klasse darstellte. So kam es, dass meine Wünsche auf keinen ernsthaften Widerstand stießen. Einzelheiten wären an dieser Stelle sicherlich zu gewöhnlich und könnten das gebildete Publikum wohl schwerlich fesseln. Aber meine private Überzeugung, die ich damals gewann und die weder beweisbar noch widerlegbar ist, geht unerschütterlich dahin, dass bei mir der Liebesgenuss die doppelte Schärfe und Süßigkeit besaß als bei anderen. Und ist Ihnen oft sonderbar? Ja, mir ist oft sonderbar. Sonderbar war und ist mir leider zeitweilig zu Sinn. Manches Mal kommt es mir vor, als ob ich plötzlich in die Nähe eines Ofens oder Feuers gerückt wäre. Ganz so warm berührt es dann meine Glieder. Anfangs die Beine, hierauf die höheren Teile und eine Art von Kribbeln und Prickeln ist darin, wie ein Ameisenlaufen, worüber ich mich wundern muss und umso mehr, als ich gleichzeitig Farbenspiele vor Augen habe, die sogar hübsch sind, aber mich dennoch erschrecken. Und hierauf haben Sie dann Verschiedenes nicht gehört? Ja, so ist es, Herr Lazarettkommandant. Manches verstehe ich nicht an meiner Natur und auch zu Hause bereitet sie mir Ungelegenheiten. Denn zuweilen merke ich wohl, dass ich bei Tische unversehens meinen Löffel habe fallen lassen und das Tischtuch mit Suppe befleckt habe. So, den Löffel lassen Sie fallen und bemerken es erst ein bisschen später. Sagen Sie mal, haben Sie Ihrem Herrn Sanitätsrat niemals etwas von diesen kleinen Unregelmäßigkeiten erzählt? Nein.
Und warum nicht? Weil ich mich schämte. Was ist Ihr Vater von Beruf? Er besitzt, das heißt, er besaß eine Schaumweinfabrik am Rheine. Er ist leider verstorben. Eine Schaumweinfabrik. Und da war er dann also wohl ein vorzüglicher Weinkenner, Ihr Vater. Das will ich meinen, Herr Stabsphysikus. Ja, das war er. Und auch Liebhaber eines guten Tropfens, nicht wahr? Und wie man sagt, ein rechter Zecher vor dem Herrn. Mein Vater war die Lebenslust selbst. So viel kann ich bejahen. Oh, so. Die Lebenslust. Und woran starb er? Wenn ich den Herrn Bataillonsmedikus höflichst bitten dürfte, auf diese Frage... Sie haben hier keinerlei Auskunft zu verweigern. Woran starb er? Während des Brautstandes meiner Schwester mit einem gewissen Sekondleutnant Übel vom 2. Nassauischen Infanterieregiment Nummer 88 pochte der Ruin mit hartem Knöchel an unsere Tür. Es erwies sich, dass das konsumierende Publikum sich mehr und mehr gegen unsere Schaumweinmarke ablehnend verhalten hatte. Die Bestellungen waren schließlich gleich null. Und eines Tages im Frühling des Jahres, in dem ich das 18. meines Lebens vollendete, war es um meinen armen Vater geschehen. In ausgesuchten Wendungen und mit seinem treuherzig verschnörkelten Namenszuge, den ich im Übrigen meisterlich nachzubilden verstand, hatte er vor Gericht seine Zahlungsunfähigkeit erklärt und das Konkursverfahren war feierlich eingeleitet worden. Alles kam unter den Hammer. Das Lager sowohl wie die Kellereigebäude und unsere Villa. Man konnte zunächst nicht sagen, dass mein Vater eigentlich den Eindruck eines Gebrochenen machte. Aus seinen Zügen sprach eine gewisse Befriedigung darüber, dass seine Angelegenheiten, die zu entwirren für ihn ein Ding der Unmöglichkeit geworden war, sich nun in so guten Händen befanden. Und da das Bankinstitut und dessen Besitz unsere Liegenschaften gegangen waren, uns aus Gnade und Erbarmen den vorläufigen Verbleib zwischen den nackten Wänden der Villa gewährte, so hatte er ein Dach über dem Kopf. Es war 5 Monate nach der Konkurseröffnung und der Herbst fiel ein. Ich hatte seit Ostern den Schulbesuch endgültig eingestellt und genoss vorderhand eines freien Übergangszustandes ohne bestimmte Aussichten. Wir hatten uns, meine Mutter, meine Schwester Olympia und ich, in dem nur noch notdürftig ausgestatteten Esszimmer versammelt, um unser jetzt äußerst karg bestelltes Mittagsmahl einzunehmen und warteten auf das Familienoberhaupt. Aber er wollte sich nicht sehen lassen. Wir schickten Olympia in sein Schreibkabinett, um ihn zur Mahlzeit zu rufen. Mit kaltem Rücken und des Äußersten gewärtig begab ich mich stehenden Fußes in meines Vaters Zimmer. Dort lag er mit geöffneten Kleidern auf dem Fußboden. Seine Hand ruhte hoch auf der Wölbung seines Leibes und neben ihm fand sich das blanke, gefährliche Ding, womit er sich in sein sanftes Herz geschossen. Krull. Einige wenige Tage, nachdem wir die sterblichen Überreste meines Vaters der Erde anvertraut hatten, traten wir Hinterbliebenen mit meinem Paten Schimmelpriester zu einer Beratung oder Familienkonferenz zusammen. Krull. In bequemer Freundschaftlichkeit pflegte er auch meine Mutter lediglich mit Nachnamen anzureden. Sie lassen den Kopf hängen. Sie zeigen sich schlaff und das mit völligem Unrecht. Mut, meine Beste. Und fassen Sie Unternehmungslust. Hier haben Sie ausgespielt. Allein was will das besagen? Die weite Welt steht Ihnen offen. Ihr kleines Privatkonto ist noch nicht völlig erschöpft. Sie werden sich mit diesem Restbestande in das Getriebe irgendeiner großen Stadt, nach Wiesbaden, nach Mainz, nach Köln, nach Berlin meinetwegen begeben. Sie sind in der Küche zu Hause. Sie sind überdies gewohnt, Leute bei sich zu sehen, sie zu speisen, ihnen Unterhaltung zu bieten. Sie mieten also einige Räume. Sie kündigen an, dass sie Kostgänger und Logiergäste gegen zivile Preise aufzunehmen bereit sind. Es sollte mich wundern, wenn Ihr Institut nicht prosperieren, sich nicht allmählich vergrößern sollte. Hier schwieg mein Pate, um uns Zeit zur herzlichen Äußerung des Beifalls und Dankes zu geben, an den sich schließlich auch die Angeredete beteiligte. Was Lümpchen betrifft. Dies war der Kosename, womit er meine Schwester benannte. Sie hat in den Tagen eures Glanzes ein wenig singen gelernt. Es ist nicht viel damit. Ihre Stimme ist schwach,
Aber sie ist nicht ohne einen sanften Wohllaut. Und Vorzüge, die in die Augen springen, vertiefen ihre Wirkung. Salimierschaum in Köln ist mein Freund von früher her und er wird Olympia sicherlich in einer Operettentruppe von zunächst schlichterem Range unterbringen können. Die Anfänger ihrer Laufbahn werden dunkel und beschwerlich sein. Allein, wenn sie Charakter bekundet und mit ihrem Funde, das aus so zahlreichen Funden besteht, zu wuchern weiß, so wird ihr Weg rasch aus den Niederungen aufwärts führen. Kreischend vor Freude flog meine Schwester dem Ratgeber um den Hals und hielt während seiner nächsten Worte ihren Kopf an seiner Brust geborgen. Jetzt komme ich zu unserem Felix. Nach meiner Meinung kommt es vor allem darauf an, ihm das Leben zu öffnen. Haben wir ihn nur erst im Freien, so wird die Flut ihn schon tragen und ihn, wie ich hoffe, zu schönen Küsten leiten. Da ist es denn nun die Hotel, die Kellnerlaufbahn, die, wie mir scheint, in seinem Fall die günstigsten Aussichten bietet. Ich hatte diesbezüglich einen Briefwechsel mit Isaac Stürzli, einem Dutzbruder von mir aus meiner Pariser Zeit. Er leitet das Hotel St. James and Albany in Paris, nicht weit von der Place Vendôme. Stürzli ist mir zu Gefallen bereit, ihn probeweise und zunächst freilich ohne Gehalt bei sich aufzunehmen. Felix wird freie Station und Kost genießen. Kurz, hier ist ein Weg. Hier sind Spielraum und Gunst der Umstände zur Entfaltung seiner Gaben. Und ich rechne darauf, dass er den vornehmen Gästen des St. James and Albany zur Zufriedenheit aufwarten wird. Es lässt sich denken, dass ich mich dem herrlichen Mann nicht weniger dankbar erwies als die Frauen. Ich lachte vor Freuden und umarmte ihn in vollem Entzücken. Allein die Sache war ganz so einfach nicht. Denn ich konnte und durfte das Weite nicht suchen, bevor mein Militärverhältnis geordnet war. Die Reichsgrenze erschien, bis meine Papiere über dieses Verhältnis befriedigende Auskünfte gäben, als unübersteigbare Schranke. Da meine Mutter schon zu Neujahr Aftermieter oder Pensionäre aufzunehmen hoffte, so sollte unsere Übersiedlung noch vor dem Christfeste statthaben. Und zwar war Frankfurt am Main als Ziel und Wohnsitz erwählt worden. Ich schrieb dem Herrn Stürzli in Paris in artigen Formen, dass er sich meinetwegen noch ein wenig gedulden möge, da ich nicht zugleich frei sei, die Grenze zu überschreiten. In Frankfurt waren die Anfänge beschwerlich. Doch schließlich hatte die Pension Lorelei, wie wir unseren Betrieb zu frommer und froher Erinnerung nannten, erstaunlichen Zuspruch. Vor Gästen sahen wir uns persönlich in die Enge getrieben und mit Recht durfte meine Mutter eine Erweiterung des Unternehmens ins Auge fassen. Auf jeden Fall war der Betrieb im Gleise und meine Anwesenheit nicht weiter erforderlich. Ich konnte mich also endlich der heiklen Frage meines militärischen Verhältnisses widmen. Nicht wenig schlug mir das Herz, als ich, zusammen mit allerlei Gestalten aus dem niederen Volk, auf der schmalen Bank eines Abteils 4. Klasse im Zuge nach Wiesbaden saß und mich auf Dampfesschwingen der Entscheidung entgegengetragen fühlte. Noch sehe ich den niedrigen, doch weitläufigen Balkensaal vor Augen, in welchen soldatische Rauigkeit mich wies. Das Aushebungsgeschäft war in vollem Gange und der Tag war schon gegen seine Mitte emporgestiegen, als Namen mein Ohr trafen, die mit dem Buchstaben K begannen. Aber die Reihe der Kammmacher, Kellermänner und Kilianer, auch noch der Knolls und Krolls, wollte kein Ende nehmen. Meine Spannung war schmerzhaft. Mein Herz hämmerte ohne Takt. Und ich glaube wohl, dass das Blut mir aus dem Antlitz gewichen war. So überschritt ich denn auf bloßen Sohlen die Schwelle, legte, allein im Verschlag, meine Kleider ab, wie mir geheißen, und erwartete, vollkommen nackt, lauschend weitere Verfügungen. Ich trat hinter der Bretterwand hervor, wandte mich linke Hand und schritt in anständiger, doch anspruchsloser Haltung dorthin, wo Arzt und Kommission mich erwarteten. Ich frage Sie jetzt zum letzten Mal, woran starb Ihr Herr Vater? Er empfing ein kirchliches Begräbnis. Dafür kann ich Beweis und Papiere beibringen. Geistlicher Rat Chateau erwähnte selbst in seiner Gedächtnisrede, dass das Schießzeug unversehens losgegangen sei, als mein Vater prüfungsweise damit hantiert habe. Und wenn seine Hand gezittert hat... In diesem Augenblick geschah Folgendes mit mir. Mein Gesicht verzerrte sich auf eine völlig neue und schreckenerregende Art.
sowie keine menschliche Leidenschaft, sondern nur teuflischer Einfluss und Antrieb ein Menschenantlitz verzerren kann. Meine Züge wurden buchstäblich nach allen vier Seiten, nach oben und unten, rechts und links auseinandergesprengt, um gleich darauf wieder gegen die Mitte gewaltsam zusammenzuschrumpfen. Der Kopf rollte umher und drehte sich mehrmals fast ins Genick. Nicht anders, als sei der Leibhaftige im Begriff, mir den Hals zu brechen. Meine Arme und Schultern schienen aus den Gelenken gewunden zu werden. Meine Hüften verbogen sich, meine Knie kehrten sich gegeneinander. Mein Bauch hüllte sich aus, indes meine Rippen die Haut zersprengen zu wollen schienen. Meine Zehen verkrampften sich. Kein Fingerglied, das nicht fantastisch und clownhaft verbogen gewesen wäre. Und so, gleichsam auf eine höllische Folter gespannt, verharrte ich etwa 2/3 einer Minute. Ich war ohne Besinnung während dieses unter so harten Bedingungen überaus langwierigen Zeitraumes. Zum wenigsten ohne Erinnerung an meine Umgebung und Zuschauerschaft. Auf einem Stuhle mich wiederfindend, welchen der Oberstabsarzt unter mich zu schieben sich beeilt hatte, verschluckte ich mich heftig mit einem wärmlich abgestandenen Leitungswasser, das dieser uniformierte Gelehrte mir einzuflößen bemüht war. Sind Sie bei Sinnen? Zu Befehl, Herr Kriegsarzt. Und bewahren Sie eine Erinnerung an das eben Durchlebte? Ich bitte gehorsamst um Vergebung. Ich war einen Augenblick etwas zerstreut. Zerstreut? Sie schienen allerdings nicht ganz bei der Sache zu sein. Hatten Sie sich in erregtem Zustande hier eingefunden? Erwarteten Sie die Entscheidung über Ihre Dienstfähigkeit mit besonderer Spannung? Ich gebe zu, dass es mir eine besondere Enttäuschung gewesen wäre, abgewiesen zu werden. Und ich wüsste nicht, wie ich meiner Mutter mit einem solchen Bescheid unter die Augen treten sollte. Es liegt ihr besonders am Herzen, dass ich zum Dienste herangezogen werde. Und sie verspricht sich davon, nicht nur bedeutende Vorteile für meine Bildung, sondern namentlich auch eine wünschenswerte Kräftigung meiner zuweilen schwankenden Gesundheit. Die Kaserne ist keine Heilanstalt. Ausgemustert. Ausgemustert. Begeistert stand ich und rührte mich nicht vom Fleck. Sie sind militärfrei und können gehen. Könnte denn nicht ein Versuch gemacht werden? Wäre es denn nicht möglich, dass ich... Ich wiederhole Ihnen, dass die Kaserne keine Heilanstalt ist. Wegtreten! Wegtreten! Latte! Nun war der Buchstabe L an der Reihe und ein Strolch mit struppiger Brust erschien auf dem Plan. Ich aber verbeugte mich, zog mich in den Verschlag zurück und legte meine Kleider wieder an. Nach diesem Siege, einem wahren David-Siege, wie ich ihn nennen möchte, kehrte ich vorderhand, da die Zeit für meinen Eintritt in das Pariser Hotel noch nicht gekommen war, zu Frankfurt zurück. Zu einem Dasein gefühlvoller Einsamkeit im Strudel der Welt. Auf dem Getriebe der Großstadt lose schaukelnd hätte ich wohl, wenn der Sinn mir danach gestanden hätte, mancherlei Gelegenheit zu Austausch und Genossenschaft mit allerlei Existenzen gefunden. Doch eine innere Stimme hatte mir früh verkündigt, dass Anschluss, Freundschaft und wärmende Gemeinschaft mein Teil nicht seien, sondern dass ich allein, auf mich selbst gestellt und streng verschlossen, meinen besonderen Weg zu machen, unnachsichtig gehalten sei. Nun ja, an stillen Begegnungen fehlte es nicht durchaus. Im Ganzen aber, was sollen Frauen in goldenen Abendmänteln anfangen mit dem, was ich damals darstellte? Die Frau bemerkt nur den Herrn. Und ich war keiner. Zur Geschichte meiner persönlichen Liebeserziehung aber sei folgender Bericht hier schicklich angereiht. Unter allen Spielarten des Menschlichen, welche die große Stadt meiner Beobachtung darbot, musste eine gewisse und besondere, deren bloßes Vorkommen in der bürgerlichen Welt der Fantasie nicht wenig Nahrung bietet, die Achtsamkeit des sich bildenden Jünglings vorzüglich auf sich lenken. Es war dies jene Spezies weiblicher Einwohner, die, bezeichnet als öffentliche Personen und Freudenmädchen, entweder in gefriedeten Häusern beieinander wohnend oder bei Nacht auf bestimmten Straßenzeilen umherstreichend, sich einer bedürftigen und zugleich zahlungsfähigen Männerwelt zu vertrautem Umgange feilhalten. Jene besonderen Häuser zu besuchen, war ich durch meine große Armut gehindert. Auf der Gasse jedoch hatte ich ausgiebige Gelegenheit, die lockenden Wesen meinem Studium zu unterziehen, und nicht einseitig blieb diese Teilnahme, sondern wenn ich einer beifälligen Aufmerksamkeit irgend mich erfreuen durfte, so war es seitens der huschenden Nachtvögel.
Eines Abends also, ich hatte mich mit besonderer Lust und Inständigkeit dem Studium des städtischen Lebens hingegeben und die Nacht war weit vorgeschritten, rastete ich, vom Schweifen zugleich ermattet und begeistert, bei meinem Glase Punsch in einem Kaffeehaus mittleren Ranges. Nicht weit von mir, nur um zwei Tischchen entfernt, saß bei einem Gläschen grünen Likörs ein einsames Fräulein, leicht als eine von jenen erkennbar, der ich jedoch noch niemals begegnet war. Und wir maßen einander mit wechselseitigem Anteil. Sie war wunderlich ausländischen Ansehens. Denn unter einer rotwollenen, vom Wirbel seitwärts gezogenen Mütze hing ihr halb kurz geschnittenes, schwarzes Haar in glatten Strähnen herab und deckte teilweise die Wangen. Ihre Nase war stumpf, ihr Mund geräumig und rot geschminkt und ihre Augen, die schief standen, die äußeren Winkel nach oben, schimmerten blicklos und ungewiss in der Farbe, ganz eigen und nicht wie bei anderen Menschen. Mit ihr also tauschte ich Blicke, obgleich ihre schiefen, schimmernden Augen nie deutlich erkennen ließen, wohin sie sich richteten. Und schließlich erteilte sie mir den Wink, womit ihre Gilde den Lockspruch des toten Hühnchens begleitet. In pantomimischer Absicht kehrte ich das Futter einer meiner Taschen nach außen. Alleine sie antwortete mir mit einem weichen Kopfschütteln, welches besagte, dass ich mir meiner Armut wegen keine Sorgen zu machen brauchte. Sie erhob sich und ging mit weichen Schritten zur Türe. Ich folgte ihr ungesäumt. Eine Kutsche brachte uns in eine mir unbekannte Straße. Dann ging es aufwärts in einen dunklen und kalten Stiegenschacht, wo es nach Lampenblag roch. Und die Führerin öffnete mir ihr gleich an der Treppe gelegenes Zimmer. Hier war es plötzlich sehr warm und da wir das Verlangen trugen, uns ganz zu erkennen, schritten wir gleich zum Werk und ich verweilte bei ihr bis zum anderen Morgen. Felix. Ihr Name war Roscha. Aus Ungarn gebürtig, doch ungewiss ist der Herkunft. Wort und Geplauder fanden jetzt und in Zukunft nur spärlich statt bei unserem Verkehre. Denn sie beschränkten sich auf die sachlichsten Anweisungen und Verabredungen, sowie auf kurze, anfeuernde Zurufe, welche dem Vokabular von Roschas frühester Jugend, nämlich dem Ausdrucksbereich der Zirkusmanege, entstammten. So stand ich durch mehrere Monate bis zu meinem Aufbruch von Frankfurt mit Roscha in enger Verbindung. Weilte oft bei ihr, beaufsichtigte unter der Hand ihre Eroberungen, war manchmal sogar verborgen zugegen, wenn sie zahlende Kundschaft bei sich empfing und ließ mir eine mäßige Teilhaberschaft an dem Gewinne nicht missfallen. Eine Begegnung, die für meine Ausbildung von der einschneidendsten Bedeutung war. Nach Paris? Ja, Herr Inspektor, dahin geht es mit mir. Als nun zu Michaeli in den mit Bäumen bepflanzten Straßen der Herbst die Blätter löste, war für mich der Augenblick gekommen, die mir durch die Weltverbindungen meines Paten Schimmelpriester bereitete Stellung anzutreten. Was wollen Sie denn da? Ja, denken Sie! Aufgrund von Empfehlungen soll ich mich dort im Hotelgewerbe betätigen. Schau, schau. Na, viel Glück. Ja, viel Glück auch Ihnen, Herr Oberkontrolleur. Und bitte, grüßen Sie Ihre Frau und die Kinder. Ja. Ja, danke. Na, nu. Übrigens will ich gewissermaßen auch zu Ihrer Beruhigung hier einflechten, dass dies für immer das letzte Mal war, dass ich dritter Klasse als Fahrtgenosse der Unerquicklichkeit reiste. Bonsoir, Monsieur le Commissaire. Ich fühlte mich sehr heiter, leicht und reinen Herzens, als ich an der Grenzstation den Zug verließ. Mein Köfferchen enthielt nichts, was ich vor den Visitatoren hätte verbergen müssen, sodass es nicht lange dauerte, bis der Zöllner sein Kreidezeichen auf den noch offenen Deckel meines Handkoffers machte. Bei meinem raschen Wiedereinpacken jedoch verlor dieses Stück etwas von der Unschuld, die ich ihm mit Recht nachgerühmt hatte, da eine Kleinigkeit mehr darin einging, als vorher drin gewesen war. Neben mir nämlich unterhielt eine Dame mittleren Alters im Nerzmantel und in einem mit Reiherfedern garnierten glockenförmigen Sammethut über ihren offen stehenden großen Koffer hinweg einen ziemlich erregten Disput mit dem sie kontrollierenden Beamten, der offenbar über eines ihrer Besitztümer anderer Meinung war als sie. Von ihrem schönen Reisegut lag mehreres bis zur Vermengung nah bei meinem eigenen. Am allernächsten ein sehr nach Preziosen aussehendes Saffiankästchen, beinahe von Würfelgestalt, und unversehens glitt dasselbe mir in mein Köfferchen. Das war mehr ein Geschehen als ein Tun, ein Produkt sozusagen der guten Laune. Paris macht auf den Wanderer zunächst keineswegs den entzückendsten Eindruck. Das Getöse, durchschrillt von den Schreien der Zeitungsverkäufer, war betäubend und sinnverwirrend das Licht. Vor den Cafés saßen unter schützender Markise Leute in Hut und Mantel an kleinen Tischen
und blickten den Stock zwischen den Knien wie von gemieteten Parkettplätzen in den sich vorüberwälzenden Verkehr, während dunkle Gestalten zwischen ihren Füßen Zigarrenstummel aufsammelten. Sie wünschen ein Zimmer? Oh, nicht doch. Nicht so, Herr Direktor. Ich gehöre zum Hause, wenn ich bereits so sagen darf. Schon von Weitem sprang mir der Name des Hotels St. James in Albany in die Augen. Die Rezeption war ungemein belagert. Mein Name ist Krull, mit dem Zunamen Felix. Und ich melde mich zur Stelle, um einer Abmachung gemäß, die zwischen dem Herrn Stürzli und meinem Paten Schimmelpriester... Was fällt Ihnen ein? Was haben Sie hier zu suchen? Wie kommen Sie dazu, die Halle einfach wie ein Reisender zu betreten und sich mir nichts, dir nichts unter unsere Klientel zu mischen? Ich bitte vieltausendmal um Entschuldigung, wenn das ein Fehler war. Ich wusste keinen anderen Weg als den Frontalen durch die Drehtür und die Halle zu Ihnen. Sie scheinen entweder ein Narr oder ein wenig gar zu intelligent zu sein. Ich hoffe, meinen Vorgesetzten rasch zu beweisen, dass meine Intelligenz sich genau in den richtigen Grenzen hält. Also mir ist sehr zweifelhaft, ob Ihnen dazu Gelegenheit gegeben wird. Ich wüsste im Augenblick von keinerlei Vakanz im Stabe unserer Angestellten. Gleichwohl erlaube ich mir zu erwähnen, dass es sich um eine feste Abmachung zwischen dem Herrn Generaldirektor und einem Jugendfreunde von ihm handelt, der mich aus der Taufe hob. Absichtlich habe ich nicht nach Herrn Stürzli gefragt, denn ich weiß wohl, dass er nicht vor Ungeduld vergeht, mich in Augenschein zu nehmen, und mache mir keine Illusion darüber, dass ich diesen Herrn wahrscheinlich spät oder nie zu sehen bekommen werde. Aber daran ist wenig gelegen. Vielmehr war all mein Sinnen und Trachten darauf gerichtet, Ihnen, Monsieur le Directeur, meine Aufwartung zu machen und ausschließlich von Ihnen Anweisungen zu erhalten, wie und wo, in welcher Art von Dienst ich mich dem Etablissement nützlich erweisen kann. Mon Dieu, mon Dieu. Auf alle Fälle verschwinden Sie jetzt schleunigst von hier und ziehen sich an einen Ort zurück, der Ihnen besser geziemt als dieser. Ihre Einstellung ist vorgesehen, so viel ist richtig. Das ist aber der springende Punkt. Mais oui, mais oui. Bob, zeigen Sie diesem hier den Dortoir des Employés Nummer 4 im Oberstock. Nehmen Sie den Gepäcklift. Sie werden morgen früh von uns hören. Fort! Bob war ein sehr netter, kindlicher Junge. Wir fuhren zusammen zum Dachgeschoss hinauf. Er wies auf eine Tür am Gange, der spärlich erleuchtet und ohne Läufer war, und sagte: Bonne chance. Man sollte diesen ganzen ausbeuterischen Kasten in Schutt und Asche legen. Ich bin Anarchist. Müssen Sie. Obgleich es nach 10 geworden war, erwies sich der Schlafraum als vollkommen finster und leer. Sein Anblick, als sich die elektrische Birne entzündet hatte, die nackt und bloß von der Decke hing, erregte in der Tat geringes Behagen. 8 Betten mit grauen Friesdecken und flachen, sichtlich längere Zeit nicht gewaschenen Kopfkissen waren kojenartig, je 2 und 2 übereinander an den Seitenwänden angeordnet. Sonst bot das Zimmer, dessen einziges Fenster auf einen Luftschacht zu gehen schien, keinerlei Bequemlichkeit. Da hätte ich auch in die Kaserne gehen können. Da ich nicht wusste, welches der 8 Betten vakant sein mochte, blieb mir nichts anderes übrig, als die Ankunft der Reisegenossen abzuwarten. Um etwas zu tun, beschloss ich vorsorglich schon, mein Nachthemd aus dem Handkoffer zu entnehmen, stieß aber dabei auf das Saffiankästchen, das bei der Gepäckrevision so sanft hineingeglitten war, und machte mich an seine Untersuchung. Nicht, dass ich die Schätze des Märchens darin gefunden hätte, aber sehr lieblich war, was es barg. Zum Teil wahrhaft bewundernswert. Gleich obenauf lag ein Hals- und Brustschmuck großer Goldtopase. Darunter eine lange Kette aus kleinen, in Platin gefassten Brillanten. Es fanden sich ferner ein sehr schöner, mit Silberranken verzierter Schildpattkamm, besetzt mit kleinen Brillanten. Eine goldene Busennadel mit Platinspangen und oben geschmückt mit einem Saphir. Eine mattgoldene Brosche, welche aufs zierlichste ein Körbchen mit Trauben darstellte. Ein Armreif aus Platin ebenfalls und vielerlei mehr. Du hast da recht nette Sächelchen. Was machen Sie denn da oben? Ich? Es wäre wohl eher an mir zu fragen, was du da unten Interessantes treibst. Wahrhaftig, in dem Bett über dem, auf dem ich gesessen, lag einer und blickte auf den Ellbogen gestützt zu mir hinab. Es war ein junger Mann, der eine Rasur hätte brauchen können, mit einem Backenbärtchen und slawisch geschnittenen Augen. Wollen Sie mich bitte nicht duzen? Ich wüsste nicht, dass wir verwandt oder sonst vertraut miteinander wären. Na, was ich bei dir gesehen, ist schon danach angetan, eine gewisse Vertraulichkeit zwischen uns zu stiften. Dein Mütterlein hat dir das nicht ins Felleisen gepackt. Zeig mal dein Händchen her, wie lang deine Finger sind oder wie lang du sie machen kannst. Reden Sie keinen Unsinn. Bin ich in Rechenschaft schuldig über mein Eigentum, nur weil Sie indiskret genug waren, mir zuzusehen, ohne mich auf Sie aufmerksam zu machen?
Das ist sehr schlechter Ton. Ja, du bist mit der Rechte, das Maul aufzureißen. Im Übrigen kann ich dir sagen, dass ich bis vor ganz kurzem geschlafen habe. Ich liege hier mit Influenza, den zweiten Tag, und habe dreckige Kopfschmerzen. Da wache ich auf und frage mich, ohne gleich laut zu geben, womit spielt der liebliche Knabe da? Denn hübsch bist du, das muss dir der Neid lassen. Wo wäre ich heute mit deinem Frätzchen? Mein Frätzchen ist kein Grund, mich dauernd du zu nennen. Ich werde kein Wort mehr mit Ihnen reden, wenn Sie es nicht lassen. Ach Gott, mein Prinz, ich kann auch Hoheit zu Ihnen sagen. Dabei sind wir doch Kollegen, soviel ich verstehe. Du bist ein Neuer, hm? Morgen soll ich meinen Dienst antreten in diesem Hause. Als was? Darüber ist noch nicht verfügt worden. Sonderbar. Ich habe in der Küche zu tun. Das Bett, auf dem du da sitzt, ist übrigens nicht frei. Das übernächste Oberbett da, das ist frei. Was bist du denn für ein Landsmann? Ich bin heute Abend aus Frankfurt eingetroffen. Und ich bin Kroate, aus Agram. Dort habe ich auch in einer Restaurantküche gearbeitet. Aber seit 3 Jahren bin ich hier in Paris. Weißt du denn Bescheid in Paris? Was meinen Sie mit Bescheid? Das weißt du ganz gut. Ich meine, ob du eine Ahnung hast, wo du dein Zeug da zu leidlichem Preise versilbern kannst. Das wird sich finden. Von selber nicht. Und es ist sehr unklug, sich lange mit so einem Funde zu schleppen. Wenn ich dir eine sichere Adresse nenne, wollen wir dann Halbpart machen? Was fällt Ihnen ein? Halbpart? Das für nichts als für eine Adresse. Hier wurden wir unterbrochen. Die Tür ging auf und mehrere junge Leute kamen herein, deren Ruhestunde geschlagen hatte. Um mich kümmerten sie sich nur sehr wenig. Ich stieg in das Oberbett, das Danko mir gewiesen, brachte meinen Koffer in dem zugehörigen Wandfach unter, legte, auf dem Bett sitzend, meine Kleider ab und fiel kaum, dass mein Kopf das Kissen berührte, in den süßen und gründlichen Schlaf. Es war erst 6 Uhr und die zuerst aus den Betten kamen, zündeten die Deckenbirne wieder an. Hey, Botte, Hans oder Fritz, wie heißt du? Nur Stanko blieb liegen. Felix, wenn es Ihnen recht ist. Auch gut. Wollen Sie so gut sein, Felix, mir aus der Kantine eine Tasse Café au lait mitzubringen, wenn Sie gefrühstückt haben? Ich bekomme sonst, bis mittags vielleicht eine Schleimsuppe erscheint, überhaupt nichts hier. Mit Vergnügen. Gerne will ich das tun. Ich sagte das aus 2 Gründen. Erstens, weil beunruhigenderweise mein Koffer zwar ein Schloss hatte, mir aber der Schlüssel dazu fehlte und ich dem Stanko keineswegs über den Weg traute. Zweitens aber, weil ich an das gestrige Gespräch mit ihm wieder anzuknüpfen und zu vernünftigeren Bedingungen die Adresse von ihm zu erfahren wünschte, die er mir angeboten. Ich bringe Ihnen vor allem einmal eine Tasse und komme dann bald noch einmal wieder. Oh. Er verstand meine beiden Gründe recht wohl. Ich weiß schon, warum du mir Kaffee bringen willst. Ich mische mich aber nicht in deine dämlichen Geschäfte. Du Gimpel wirst sie ja doch nur verderben. Wie bist du überhaupt zu dem Kram gekommen? Durch reinen Zufall. Tatsächlich, weil ein vergnügter Augenblick es so wollte und fügte. Kennt man, wenn ich nur mit dir gehen oder gleich die Sache selbst in die Hand nehmen könnte. Nein, Stanko, wie könnte ich das verantworten? Sie haben ja Temperatur und müssen das Bett hüten. Schon gut, im Übrigen könnte selbst ich aus dem Kamm oder der Brosche kein Rittergut herausschlagen. Das Beste ist noch die Kette. Flüchtig überschlagen, 18.000 Franken macht alles zusammen schon aus. Das war ungefähr auch meine Schätzung. Sie meinen aber wohl nicht, dass ich die vollen 18.000 werde bekommen können. Nein, Sälchen, das meine ich nicht. Die Hälfte vielleicht. 9.000 Franken also. 10.000. So viel wie in Wahrheit bloß die Diamantkette wert ist. Darunter darfst du es, wenn du halbwegs ein Mann bist, keinesfalls tun. Und wohin raten Sie mir, mich zu wenden? Aha, jetzt soll ich dem Schönen was schenken. Jetzt soll ich dem Pinsel aus purer Verliebtheit meine Kenntnisse gratis auf die Nase binden. Wer spricht von gratis, Danko? Nur fand und finde ich Halbpart etwas übertrieben. Übertrieben? Das ist die natürlichste Teilung von der Welt. Die Teilung, wie sie im Buche steht. Ja. Du vergisst, dass du ohne mich so hilflos bist wie der Fisch auf dem Trockenen. Und dass ich dich außerdem bei der Direktion verpfeifen kann. Schämen Sie sich, Stanko. So etwas sagt man nicht einmal, geschweige, dass man es täte. Sie werden ein paar tausend Franken ja wohl dem Verpfeifen vorziehen. Du unterstehst dich, mir mit ein paar tausend Franken zu kommen. Darauf läuft es locker geredet hinaus, wenn ich Ihnen loyalerweise 1/3 der 10.000 Franken zubillige, die ich nach Ihrer Meinung lösen muss. Sie sollten mich loben dafür, dass ich mich ein bisschen zu wehren weiß und sollten das Vertrauen daraus schöpfen, dass ich auch bei dem Halsabschneider meinen Mann stehen werde.
Quatre van dus. Rue de la Chelle au Ciel. Wie heißt der Mann? Einerlei. Er nennt sich Uhrmacher und ist es auch unter anderem. Mach und benimm dich nicht gar zu ähnlich wie ein Schaf. Ah, hier sind Sie. Der Generaldirektor möchte Sie sehen. Danke sehr, Bob. Oh, der Generaldirektor. Wie kommt es denn, dass das Rhinoceros dich selber sprechen will? Beziehungen. Persönliche Verbindungen. Warum nennen Sie ihn Rhinoceros? Das Privatbüro des Generaldirektors lag hinter der Rezeption, an einem Gange, dessen andere Türen, der seinen Gegenüber, zu Billard- und Leseräumen führten, wie ich sah. Sie sind also dann... Herr Stürzli, ein Mann von ungewöhnlicher Körperfülle mit grauem Spitzbärtchen, das an seinem wulstigen Doppelkinn kein rechtes Unterkommen fand, saß Papiere durchblätternd an seinem Schreibtisch. Der mir von befreundeter Seite empfohlene junge Mann, Krull, wenn ich nicht irre, ja? Sesser. Der den Wunsch hat, bei uns zu arbeiten. Seine Erscheinung machte mir den Spottnamen, den er beim Personal führte, wohl begreiflich. Ganz wie Sie sagen, Herr Generaldirektor. Indem ich, wenn auch mit Zurückhaltung, etwas näher herantrat, hatte ich, nicht zum ersten noch zum letzten Mal, Gelegenheit, ein seltsames Phänomen zu beobachten. Denn da er mich ins Auge fasste, verzerrte sich sein Gesicht zu einem gewissen, eklen Ausdruck, der, wie ich genau verstand, auf nichts anderes als auf meine damalige Jugendschöne zurückzuführen war. Was machte denn mein alter Freund? Ihr Onkel, der Schimmelpriester. Verzeihung, Herr Generaldirektor, er ist nicht mein Onkel, aber mein Pate, was freilich fast mehr noch besagen will. Ich danke der Nachfrage, es geht meinem Paten sehr gut. Er genießt als Künstler des größten Ansehens im Rheinland und darüber hinaus. Männer nämlich, denen der Sinn ganz und gar nach dem Weiblichen steht, wie es bei Herrn Stürzli zweifellos der Fall war, erleiden, wenn ihnen das sinnlich Gewinnende in Gestalt ihres eigenen Geschlechts entgegentritt, oft eine eigentümliche Beklemmung ihrer Instinkte. Ja, ja. Kurioser Karls. Kurioses Huhn. Wirklich hat er Erfolg. Kurioses Huhn. Geschrieben hat er mir ihretwegen. Und ich habe ihn auch nicht abfallen lassen, weil wir damals hier so manchen Jux miteinander gehabt haben. Aber ich will Ihnen sagen, lieber Freund, es hat seine Schwierigkeiten. Was sollen wir mit Ihnen anfangen? Sie haben doch offenbar im Hoteldienst nicht die geringste Erfahrung, sind überhaupt noch nicht dafür angelernt. Sie schneien hier so nach Paris herein. Sprechen Sie denn auch nur Französisch? Ja, voyons, Monsieur. Das war Wasser auf meine Mühle. Mit dieser Frage nahm das Gespräch eine Wendung zu meinen Gunsten. Universell von Veranlagung und alle Möglichkeiten der Welt in mir hegend, brauchte ich eine fremde Sprache nicht eigentlich gelernt zu haben, um, wenn mir auch nur etwas davon angeflogen war, für kurze Zeit wenigstens, den Eindruck ihrer flüssigen Beherrschung vorzuspiegeln. Was nun freilich vorerst einmal das Französische betraf, so hatte meine Zungenfertigkeit einen weniger geisterhaften Hintergrund. Ach, hören Sie auf! Hören Sie sofort auf mit der Poesie! Ich kann keine Poesie vertragen, sie kräht mir den Magen um. Je suis désolé, monsieur le directeur général. Schon gut. Do you speak English? I certainly do, sir. Ja, tat ich das? Ich tat es nicht oder konnte doch höchstens für 3 Minuten so tun, als täte ich es. Soweit eben dasjenige reichte, was irgendwann einmal an mein Ohr geweht war. Ihre Theorien sind überflüssig. Ich habe nur nach Ihren Kenntnissen gefragt. Parla italiano. Ma signore, che cosa mi domanda? Son veramente innamorato di questa bellissima lingua. Froh erhob sich in mir, was ich je aus dem Munde meines Paten Schimmelpriester, der des Öfteren und Längeren in jenem sonnigen Lande gewesen war, von italienischen Lauten gehört hatte. Mal, das reicht. Über einige Sprachkenntnisse verfügen Sie, wie ich sehe. Mehr, als ich erwartet hatte. Wir wollen einen Versuch mit ihm machen, Knoll. Krull, Herr Generaldirektor. Meinetwegen können Sie Knall heißen. Wie ist Ihr Rufname? Felix, Herr Generaldirektor. Das passt mir auch nicht, Felix. Felix, das hat etwas zu Privates und Anspruchsvolles. Sie werden Armand genannt werden. So hieß der Liftboy, der zufällig heute den Dienst quittiert. Sie können morgen statt seiner antreten. Sind Sie übrigens Sozialist? Nicht doch, Herr Generaldirektor. Ich finde die Gesellschaft reizend, so wie sie ist, und brenne darauf, ihre Gunst zu gewinnen. Sozialisten nämlich können wir in unserem Betrieb ganz und gar nicht brauchen. Gehen Sie jetzt, Knull. Lassen Sie sich im Magazin die gehörige Livree anpassen. Und dann lassen Sie sich den Liftmechanismus zeigen, der einfach ist und nicht über Ihren Verstand gehen wird. Ich fuhr mit dem Aufzug ins Magazin.
ließ mir eine sandfarbene, rot garnierte Livree samt Jacke und Hose verpassen und fuhr zum 5. Stock hinauf. Ich hatte Eile, denn immer beunruhigte mich ein wenig die Frage, ob denn auch Stanko in meiner Abwesenheit meinen Koffer in Frieden lassen würde. In der Halle stieg eine Dame zu, die meine Aufmerksamkeit erregte. Und allerdings ist hier das Wort Erregen am Platze, denn ich betrachtete sie mit einem Herzklopfen, das nicht der Süßigkeit entbehrte. Ich kannte diese Dame. Es konnte nicht der geringste Zweifel sein, dass ich meine Nachbarin von der Duan, die Dame vor mir hatte, mit der mich der Besitz des Kästchens verband. So waren wir denn gleichzeitig hier abgestiegen, wenn ich auf meinen Fall das Wort Absteigen anwenden durfte. Ihre Nähe im engen Raum des Fahrstuhls benahm mir recht eigentümlich den Sinn. Wie bedauerte es für uns beide, dass diese Nähe so kurz befristet war, nur bis zur 2. Etage reichte. Dort stieg Stanko schlief, als ich oben das Dortoir Nummer 4 wieder betrat. Ich nahm meinen Koffer vom Bord, trug ihn in den Waschraum, nahm das Kästchen heraus, das der ehrliche Stanko Gottlob unangetastet gelassen, und stopfte mir die Kleinodien rechts und links in die Taschen. Dann machte ich mich auf den Weg nach der Rue de l'Echelle au Ciel. Guten Tag, Meister. Pierre Jean-Pierre, Horloger, war an der Ladentür zu lesen. Wissen Sie, dass ich Lust hätte, mir eine Uhr für meine Westentasche zu kaufen? Es wird Sie niemand daran hindern, mein Kleiner. Eine goldene soll es vermutlich nicht sein. Er war ein hageres Männchen mit aufrecht stehendem gelbgrauem Haar und jener Art von Backen, die viel zu hoch gleich unter den Augen ansetzen und den Teil des Gesichtes, wo eigentlich die Backen sich runden sollten, fahl überhängen. Eine leider vorkommende, unerfreuliche Bildung. Ich lege keinen Wert auf Glanz und Flitter. Eine silberne genügt vollkommen. Nebenbei, Meister, meine Absicht ist nicht, in bar zu bezahlen. Ich möchte vielmehr unser Geschäft auf die ältere Form des Tauschgeschäfts zurückführen. Sehen Sie diesen Ring. Meine Idee war, Ihnen dieses hübsche Stück zu verkaufen und die Differenz zwischen seinem Wert und dem Preis der Uhr von Ihnen entgegenzunehmen. Wie denken Sie darüber? Wer sind Sie? Und woher haben Sie diesen Ring? Für was halten Sie mich? Und was für Geschäfte schlagen Sie mir vor? Verlassen Sie sofort den Laden eines Edelmannes! Woher kennen Sie meine Firma? Von einem Arbeitskollegen und Stubengenossen. Er ist nicht ganz wohl augenblicklich. Wenn Sie wollen, richte ich ihm Genesungswünsche aus. Er heißt Stanko. Noch zögerte er, mit bebenden Backen auf- und abspähend. Aber ich sah wohl, wie die Begierde nach dem Ring die Oberhand gewann über seine Ängstlichkeit. Die Perle hat einen Fehler. Nichts könnte mir neuer sein. Das glaube ich Ihnen. Nur der Fachmann sieht das. 100 Franken. Ich höre doch wohl nicht recht. Wenn Sie meinen, nicht recht zu hören, mein Junge, so nehmen Sie Ihren Plunder und trollen Sie sich. Aber dann kann ich ja die Uhr nicht kaufen. C'est mon fils, adieu. Einen Moment noch. Erlauben Sie mir, ein wenig abzulegen. Was meinen Sie dazu? Ich sah, wie er ein Glitzern seiner Augen, ein Schmatzen seiner Lippen nicht ganz verbergen konnte. Nun, das ist alles. Alles? Meister, Sie sollten nicht tun, als ob es nicht lange her wäre, dass Ihnen eine solche Kollektion zum Kauf angeboten wurde. 500 Franken. Wofür, wenn ich fragen darf? Für alles zusammen. Sie scherzen. Mein Junge, zum Scherzen ist für keinen von uns ein Anlass. Ja oder nein? Nein. Ich bin sehr weit entfernt davon. Ich nehme, wenn Sie erlauben, meine Andenken wieder zu mir. Ah, Charakterstärke. Ich will Sie honorieren und 600 sagen. Das ist ein Schritt, mit dem Sie nicht die Region des Lächerlichen verlassen. 700 Franken, mein letztes Wort. Schweigend begann ich, das Schmuckwerk, vor allem die Brillantkette, wieder in meinen Taschen zu verstauen. Dummkopf, du weißt dein Glück nicht zu schätzen. Bedenke doch, was für eine Masse Geld das ist. 700 oder 800 Franken. Was kannst du dir für, sagen wir, 850 Franken alles kaufen? Hübsche Frauen, Kleider, Theaterbillets, gute Der reale Dinge. Gegenwert ist bei rund und nett 18.000 Franken. Geben Sie mir die Hälfte des Wertes, 9.000 Franken. Der Anblick all seiner schadhaften Zahnstummel bot kein großes Vergnügen. Du bist verrückt. Ich nehme das als Ihr erstes Wort nach dem letzten, das Sie vorhin gesprochen haben. Es hat wenig Sinn, Meister Jean-Pierre, dass wir uns in pauschalen Überschlägen, Angeboten und Gegenangeboten ergehen. Die Kollektion will im Einzelnen durchgeschätzt und berechnet sein. Wir müssen uns Zeit dazu nehmen. Meinetwegen, rechnen wir es durch. Ich hatte da einen groben Fehler gemacht. Gewiss hätte ich, wenn wir beim Pauschalen geblieben wären, nie und nimmer die 9.000 Franken halten können. Aber das Ringen und Feilschen um den Preis jedes Stückes, das nun begann, brachte mich gar zu kläglich davon herunter. Das Endresultat demnach war 4.400. Adieu, mein Kleiner. Komm wieder. Ich habe mich etwas verliebt in dich bei unseren Geschäften.
Sie haben Ihre Gefühle gut zu beherrschen gewusst. Sehr schlecht, sehr schlecht. Ich nahm einen Omnibus zum Boulevard Haussmann und fand in einer Nebenstraße ein Schuhgeschäft, wo ich mir ein paar hübsche, zugleich solide und schmiegsame Knöpfstiefel anpassen ließ, die ich gleich an den Füßen behielt. Oh, er hat sich herausgeputzt. Demnach sind die Geschäfte flott gegangen. Leidlich, recht leidlich, Stanko, das darf ich sagen. Wenn auch nicht alle Hoffnungen sich erfüllt haben, auf 9000 habe ich es gebracht. Erlauben Sie nun, dass ich meinen Verpflichtungen nachkomme. Und indem ich in meinen Knöpfstiefeln auf den Rand des Unterbettes stieg, zählte ich ihm aus meiner überfüllten Eidechsentasche 3000 Franken auf die Friesdecke. Gauner, du hast 12.000 bekommen. Danke, ich schwöre Ihnen. Schatz, echauffiere dich nicht. Ich glaube weder, dass du 12.000 noch dass du 9.000 bekommen hast. Du hast höchstens 5.000 bekommen. Sieh mal. Ich liege hier und mein Fieber ist heruntergegangen. Da wird der Mensch weich und rührsam vor Mattigkeit nach verflogenem Schwips. Darum will ich dir nur gestehen, dass ich selber nicht mehr als irgendwas zwischen 4 und 5.000 herausgedrückt hätte. Hier hast du 1.000 wieder. Wir sind beide anständige Kerle, sind wir das nicht? Ich bin entzückt von... Watch your step. Es ist wirklich nichts leichter, als einen Lift zu bedienen. Man kann es beinahe sofort. Und da ich mir selbst und, wie so mancher Blick mich merken ließ, auch der auf- und abfahrenden schönen Welt nicht wenig in meiner schmucken Livree gefiel, dazu viel innere Erfrischung fand an Armand, dem neuen Namen, den ich nun führte, so machte der Dienst mir anfangs entschiedene Freude. Monsieur Edam? Nur 16 Stunden war man ohne ein Niedersitzen, sodass der Dienst recht sehr ermüdend war und man nach einem solchen Arbeitstage einigermaßen gebrochen an Leib und Seele das Oberbett erklettert. Den ganzen Tag wartete ich auf sie, die ich bildhaft und die mich bildlos im Sinne trug. Sie hieß Madame Houpflet und war aus Straßburg. So viel hatte ich bereits erfahren. Der neue Armand, wenn ich nicht irre. Am dritten Tag schon, nachmittags gegen 5, war sie da. In einer sehr schönen, langschößigen Nerzjacke und mehrere, wenn auch nicht große Pakete im Arm und in der Hand tragend. Zu Diensten, Madame. Man kann sagen, dass dieser Wechsel einen Fortschritt in der Zusammensetzung des Personals bedeutet. Trop aimable, Madame. Ich unterstützte sie zart beim Hinaustreten, als ob es da irgendetwas zu unterstützen gegeben hätte. Erlauben Sie, dass ich Sie endlich von Ihren Lasten befreie, Madame, und Sie Ihnen auf Ihr Zimmer trage. Es waren nur 20 Schritte. Sie öffnete zur Linken Nummer 23 und betrat mir voran ihr luxuriöses Schlafzimmer, dessen Tür zum Salon offen stand. Madame nahm ihr Barett ab und öffnete ihre Pelzjacke. Meine Zofe ist nicht zur Hand. Würden Sie Ihre Aufmerksamkeit vollenden, indem Sie mir aus diesem Kleidungsstück helfen? Mit außerordentlichem Vergnügen. Während ich aber damit beschäftigt war, ihr das erwärmte Pelzwerk von den Schultern zu streifen, wandte sie den Kopf zu mir herum. Du entkleidest mich, kühner Knecht. Eine unglaubliche Frau und sehr ausdrucksvoll. Wollte Gott, Madame, meine Zeit erlaubte mir, den Dingen diese Bedeutung zu geben und in einer so reizenden Beschäftigung nach Belieben fortzufahren. Du hast keine Zeit für mich? Unglücklicherweise nicht in diesem Augenblick, Madame. Mein Ascenseur wartet draußen. Er steht offen da, während von oben und unten nach ihm geläutet wird. Ich würde meinen Posten verlieren, wenn ich ihn länger vernachlässigte. Aber du hättest Zeit für mich, wenn du Zeit für mich hättest. Unendlich viel, Madame. Wann wirst du Zeit für mich haben? Um 11 Uhr werde ich dienstfrei sein. Ich erwarte dich. Nach Dienstende suchte ich zuerst unseren Waschraum auf und stieg dann zu Fuß in den zweiten Stock hinab. Ich fand es schicklich, an der Tür von Madame Houpflets Salon zu klopfen, erhielt aber keine Antwort. So öffnete ich die Tür und betrat ihr Schlafzimmer. Wie? Was ist das? Ein Hausangestellter, ein Domestik. Ein junger Mann von Gesinde tritt bei mir ein zu dieser Stunde, da ich bereits der Ruhe pflege. Meine Reisende lag dort, die Arme hinter dem Kopf verschränkt. In einem batistenen Nachtgewande und einem von Spitzen umrahmten, quellenden Dekolleté. Sie haben den Wunsch geäußert, Madame. Den Wunsch? Tat ich das? Du sagst den Wunsch und gibst vor, den Befehl zu meinen, den eine Dame einem kleinen Bedienten, einem Liftjungen erteilt. Meinst aber in deiner Unverschämtheit das Verlangen,
das Begehren. Meinst es ganz einfach und mit Selbstverständlichkeit, weil du jung bist und schön, so jung, so dreist. Sag mir doch wenigstens, du Wunschbild süßer Helot, ob du in deiner Frechheit diesen Wunsch ein wenig zu teilen wagst. Damit nahm sie mich bei der Hand und zog mich auf den Rand ihres Bettes nieder. Leicht gekränkt, wie ich zugebe, durch ihre immer wiederholte Erwähnung meines niedrigen Standes, was hatte und wollte sie nur damit, neigte ich mich statt aller Antwort zu ihr hinab und senkte meine Lippen auf ihre. Sie nahm meine Hand und führte sie in ihr Dekolleté zu ihren Brüsten, die sehr handlich waren. Führte sie da am Gelenk herum auf eine Weise, dass meine Männlichkeit, wie ihr nicht entgehen konnte, in den bedrängendsten Aufstand geriet. Duze mich derb. Zu meiner Erniedrigung. Sie verging. Ich heiße Diane. Wir vergingen. Du aber mit deinen Lippen nenne mich Hure. Ausdrücklich, du süße Hure. Süße Diane. Nein, sag du Hure. Lass mich meine Erniedrigung so recht in Worte kosten. Nein, Diane, du wirst solche Worte von mir nicht hören. Ich weigere mich und ich muss gestehen, es ist für mich recht bitter, dass du Erniedrigung findest in meiner Liebe. Nicht in deiner, in meiner. In meiner Liebe zu euch nichtigen Knaben. Ich bin Schriftstellerin, eine Frau von Geist. Ja, mein armer Liebling, deine Diane, sie ist d'une intelligence extrême. Der Geist jedoch, ach, der Geist ist wonnegierig nach dem Nichtgeistigen. Verliebt ist er ins Schöne und göttlich Dumme. Er kniet vor ihm, er betet es an in der Wollust der Selbstentsagung, Selbsterniedrigung, und es berauscht ihn, von ihm erniedrigt zu werden. Wie alt bist du? 20. Du siehst jünger aus. Beinahe bist du schon etwas zu alt für mich. Ich? Zu alt für dich? Lass nur. Wie du bist, bist du mir recht. Bis zur Glückseligkeit. Herr Amon. Was denn? Wenn du mich etwas schlügest, derb schlügest, meine ich, so recht geschehe es mir. Ich würde es dir danken. Da liegen deine Hosenträger. Nimm sie, Liebster. Drehe mich um und züchtige mich bis aufs Blut. Ich denke nicht daran. Diane, was mutest du mir zu? Ich bin solch ein Liebhaber nicht. Ach, wie schade. Du hast zu viel Respekt vor der feinen Dame. Höre nun du, Diane, ich will dir etwas beichten. Vermisst du etwas? Aber ja, wie weißt du? Ein Kästchen? Ein Kästchen, ja, mit Schmuck. Wie weißt du denn? Ich habe es genommen. Genommen? Wann? Bei der Douane standen wir nebeneinander, du warst beschäftigt und da nahm ich es. Du hast es gestohlen? Du bist ein Dieb? Mais ça c'est suprême. Ich liege im Bett mit einem Diebe. Nicht nur ein Domestik, ein ganz gemeiner Dieb. Ich wusste, dass es dir Freude machen würde. Liebster, du kannst den Plunder behalten. Behalt ihn. Mein Mann, der morgen kommt, ist ja so reich. Er macht Klosettschüsseln, musst du wissen. Die braucht jeder. Ach, wie viel kostbarer ist mir der Dieb als das Gestohlene. Amon. Was willst du sagen? Ich habe eine wundervolle Idee. Und welche? Amon, du sollst bei mir stehlen. Hier, unter meinen Augen. Das heißt, ich schließe meine Augen und tue vor uns beiden, als ob ich schliefe. Es wird die reizendste Erfüllung unserer Liebe sein. Weißt du, wer Hermes ist? Ich muss gestehen, im Augenblick... Er weiß nicht, wer das ist. Und ist es selbst. Fort. Stiehl dich entschlüpfend weg von meiner Seite, schleiche. Finde und nimm. Es ist mein Liebeswunsch. So war ich ihr denn zu Willen. Behutsam hob ich mich fort von ihr und nahm im Zimmer, was sich da bot. Ringe, eine Perlenkette, Gehänge, Reifen, Spangen sowie einige bedeutend große Geldscheine. Hermes ist der geschmeidige Gott der Diebe. Adieu, Amon.
Adieu. Meister Jean-Pierre, der mir nicht genug auf die Schulter klopfen konnte, zahlte mir für das Geschmeide 6.000 Franken. Und so war ich nunmehr mit dem, was ich zuvor besessen, ein Mann von 12.350 Francs, die ich bei erster Gelegenheit beim Crédit Lyonnais unter dem Namen Armand Krull, geschrieben mit OU, auf Scheckkonto hinterlegte. Abzüglich nur eines Taschengeldes von ein paar hundert Francs zur Bestreitung meiner Ausgaben an freien Nachmittagen. Auch als Inhaber eines Scheckbuchs also blieb ich Liftboy im Hotel St. James in Albany. Und es entbehrte nicht des Reizes, diese Figur auf einem geheimen pekuniären Hintergrund abzugeben. Ja, wenn ich mich später mit verblendetem Erfolg für mehr ausgab, als ich war, so gab ich mich vorläufig für weniger aus. Und es ist noch die Frage, welchem trug ich mehr innere Erheiterung, mehr Freude am verzaubert märchenhaften Abgewand. Den Liftdienst versah ich den ganzen Winter hindurch. Und trotz der Beliebtheit, deren ich mich bei meinem wechselnden Publikum erfreute, begann er mich schon bald zu langweilen. Ich war unruhig. Es verlangte mich nach Ausweitung meines Daseins, nach reicheren Möglichkeiten des Austausches mit der Welt. Und wirklich, das wohlgeneigte Glück ließ sie mir zuteil werden. Cool. Armand gerufen. Voyons, voyons. Eh bien, ich habe von Ihnen gehört. Nicht gerade Nachteiliges und nichts ganz und gar Falsches, wie mir auf den ersten Blick scheint. Er kann täuschen, Pourtant. Der Maître d'Hôtel, Monsieur Machacek mit Namen, war ein Mann von großer Stellung, der mit viel Autorität und in täglich frischer Stärkwäsche sein Bauchgewölbe im Speisesaal herumtrug. Der rasierte Speck seines Mondgesichts schimmerte. Man hat vor, hier im Restaurantbetrieb wohlmöglich etwas aus Ihnen zu machen. Fühlen Sie ein gewisses Talent in sich zu elegantem Servieren und allen feineren Aufmerksamkeiten, die dazugehören? Der nächste Tag schon sah mich in voller Parure bei der Mittagsmahlzeit im Saale debütieren. Diesem herrlichen, kirchenweiten Raum mit seinen kannelierten Säulen, auf deren vergoldeten Kronen in weißem Stuck die Deckenflächen ruhten. Ich ließ es mir nicht nehmen, das Speisepublikum, dort wenigstens, wo der mir übergeordnete Haupt- und Servierkellner eben nicht sein konnte, mit markierter Herzensfreude zu begrüßen, den Damen die Stühle unterzuschieben, ihnen die Karten zu reichen, Wasser einzuschenken, kurz diesen Pfleglingen, ohne Ansehen ihrer ungleichen Reize, meine Gegenwart artig einprägsam zu machen. Nicht schlecht, Armand. Sie arbeiten nicht ganz schlecht. Mein Dienst erweiterte sich binnen kurzem zur Teebedienung am Nachmittag. An meinen freien Abenden führte ich ein etwas höheres Leben, als ich es in Stankos Gesellschaft geführt. Ich hatte in einem Haus gemietet, das in einer kleinen Cité lag und speiste, sagen wir versuchs- und übungsweise, in einem eleganten Restaurant der Rue de Rivoli, der Avenue des Champs-Élysées oder in einem Hotel vom Range des Meinigen, einem noch feineren womöglich, im Ritz, im Bristol, im Meurice. Ich ging nachher in ein gutes Theater oder nahm einen Logenplatz in der Opéra Comique, der großen Oper selbst, ein. Es lief dies, wie man sieht, auf eine Art von Doppelleben hinaus, dessen Anmutigkeit darin bestand, dass es ungewiss blieb, in welcher Gestalt ich eigentlich ich selbst und in welcher ich nur verkleidet blieb. An einem Juliabend, noch vor dem Nationalfeiertag, beschloss ich, wie schon ein paar Mal vorher, auf der hübschen, gärtnerisch geschmückten Dachterrasse des Grand Hôtel des Ambassadeurs am Boulevard Saint-Germain zu dinieren. Mon cher Armand. Sind Sie es oder sind Sie es nicht? Der Marquis de Venosta, ein Gast des St. James in Albany, saß, gekleidet wie ich, an einem Einzeltischchen und nahm sein Mahl. Aber verzeihen Sie mir meinen flüchtigen Zweifel und verzeihen Sie auch, dass ich mich aus Gewohnheit Ihres Vornamens bediene. Unglücklicherweise ist mir Ihr Familienname unbekannt geblieben oder aber er ist mir entfallen. Für uns waren Sie immer einfach Armand. Nicht einmal mit dem Vornamen stimmt es so ganz, Marquis. Genau genommen heiße ich Felix. Felix Krull, entzückt, Sie zu sehen. Mon cher Krull, entzückt auch meinerseits, ich versichere Sie. Er war ungefähr meines Alters, mit zu dicken, geröteten Kinderbacken und verschmitzten Äuglein darüber, die mir gut gefielen. Er war nicht weiter hübsch, aber von eleganter Erscheinung. Und Sie, soll ich glauben, dass Sie Ihre uns so erfreuliche Tätigkeit im St. James and Albany quittiert haben? Nicht doch, Marquis, die läuft nebenher. Oder dies hier läuft nebenher, ich bin hier und dort. Très amusant, Sie sind ein Zauberer. Setzen Sie sich doch. Ja, einen Stuhl für diesen Herrn? Gern.
Nicht wahr? Meine Gegenwart geniert Sie nicht beim Essen? Nein. Ja, ich wäre unglücklich, Ihnen lästig zu fallen. Sie werden verstehen, dass unsere Begegnung hier mir ebenso merkwürdig wie erfreulich ist und meinen Wissensdurst reizt. Sie sind also aus guter Familie. Also bei uns Adligen, verzeihen Sie das harte Wort, sagt man einfach von Familie. Aus guter Familie kann nur der Bürgerliche sein. Komische Welt. Nehmen Sie nicht die Ente, sie ist schlecht gebraten, nehmen Sie von der Hammelkeule. Während Ihr Pikendienst Sie als einen Angehörigen der unteren Klassen erscheinen lässt, das muss Ihnen geradezu Spaß machen, denke ich mir, halten Sie natürlich innerlich an Ihrem Stande als Gentleman fest und kehren zwischendurch auch äußerlich zu ihm zurück, wie heute Abend. Sehr, sehr hübsch. Deute ich Ihre Daseinsform richtig? Recht zutreffend. Er bestellte eine Flasche Lafitte. Ich fange einmal an damit. Haben Sie einen Kaffee gehabt, so stoßen Sie zu mir und bin ich schon zu weit vorgeschritten, so nehmen wir eine neue. Nun, Marquis, Sie haben es gut vor. Unter meiner Obhut im St. James in Albany pflegten Sie mäßig zu sein. Sorgen, Kummer, Herzensnot, lieber Kohl. Was wollen Sie, da bleibt mir nur der Becher Trost. Lassen Sie mich ganz offen sein. Ich habe nicht den Eindruck, dass Sie Ihrerseits eigentlich ein Mann der Vertraulichkeit und der Herzensergießung sind. Mit einem Letzten halten Sie zurück. Irgendwie ist es ein Geheimnis mit Ihnen. Oh, pardon, ich bin indiskret. Dass ich so spreche, zeigt Ihnen meine eigene Lockerheit und Mitteilsamkeit, eben mein Vertrauen zu Ihnen. Für das ich Ihnen verbunden bin, lieber Marquis. Darf ich mir erlauben, mich nach Mademoiselle Zazars Befinden zu erkundigen? Fast war ich erstaunt, sie ohne sie hier zu finden. Mademoiselle Zazar war ein ausnehmend hübsches Persönchen, mit der Marquis im St. James in Albany bisweilen zum Diner kam. Sie war Pariserin von Geblüt, Typ Grisette, aber gehoben durch Abendkleider aus teuren Ateliers, die er ihr natürlich hatte machen lassen. Ja, wie nett, dass Sie nach ihr fragen. Nicht wahr, Sie finden sie reizend? Ja, wie sollten Sie nicht? Ich erlaube es Ihnen. Ich erlaube der ganzen Welt, sie reizend zu finden, und doch möchte ich sie wieder der Welt entziehen und sie allein ganz für mich haben. Das liebe Kind hat zu tun heute Abend in ihrem kleinen Theater, den Folie Musicale. Sie ist ja vom Soubrettenfach, wussten Sie das nicht? Aber ich habe das Ding schon so oft gesehen, dass ich nicht jedes Mal wieder dabei sein kann. Es macht mich auch etwas nervös, dass sie so wenig anhat bei ihren Couplets. Das Wenige ist geschmackvoll, aber es ist wenig. Und jetzt leide ich darunter, obgleich es anfangs gerade Schuld daran trug, dass ich mich so unsinnig in Sie verliebte. Haben Sie jemals leidenschaftlich geliebt? Ich bin ganz gut in der Lage, Ihnen zu folgen, Marquis. Sie scheinen mir der Typ, der mehr geliebt wird, als dass er selber liebte. Habe ich Unrecht? Gut, lassen wir es in der Schwebe. Ich bin in einer Bredouille, einer schweren, einer Herzensbredouille. Mademoiselle Zazar. Ja, wer denn wohl sonst? Haben Sie gehört, dass ich reisen soll? Für ein Jahr auf Reisen gehen? Ein ganzes Jahr gleich? Warum denn? Ach, lieber Freund, die Sache ist diese. Meine armen Eltern sind von meiner nun schon einjährigen Liaison mit Zazar unterrichtet. Ich selbst war kindisch und treuherzig genug, von meinem Glück allerhand durchsickern zu lassen, wenn ich ihnen schrieb. Sie sind außer sich darüber. Sie waren hier bis vorgestern noch. Ich habe schwere Tage hinter mir. Für den skandalösen Fall einer Heirat sprachen Sie sogar von Enterbung. Und damit wäre doch weder mir noch Zazar eigentlich gedient. Es würde ihr wenig Freude machen, einen Enterbten zu heiraten. Das werden Sie verstehen. So ziemlich. Ich kann mich da allenfalls in Mademoiselle Zazars Seele versetzen. Aber nun, die Reise. Ja, mit der verdammten Reise ist es so. Die Eltern wollen mich loseisen, ein ganz unangebrachtes Wort, ob es nun mit Eis oder mit Eisen zu tun hat. Denn ich sitze weder im Eise wie ein Polarfahrer, die Wärme von Zazars Bett und ihres süßen Körpers macht diesen Vergleich einfach lächerlich, noch sind es eiserne Fesseln, die mich halten, sondern die lieblichsten Rosenketten, deren Festigkeit ich allerdings nicht bestreite. Ich soll sie aber zerreißen, wenigstens versuchsweise. Das ist die Idee. Und dazu soll die Weltreise dienen, die die Eltern mir ausgiebig finanzieren wollen. Sie meinen es ja so gut. Weg soll ich einmal und als anderer Mensch soll ich zurückkehren. Als anderer Mensch. Könnten Sie wünschen, ein anderer Mensch zu werden? Ein anderer, als der Sie sind? Sie blicken vage, aber ich wünsche es mir nicht im Geringsten. Bedenken Sie immerhin, dass Sie, sollten Sie ein anderer geworden sein, Ihr früheres Selbst, das Gegenwärtige, nicht vermissen und ihm nicht nachtrauern würden, einfach weil Sie es nicht mehr sind. Ist das ein Trost für mich? Meine Eltern wollen einen Gefühlsmord begehen. Sie werden scheitern. Aber Sie haben also in die Reise eingewilligt. Was sollte ich machen?
Ich kann doch Sasa nicht der Enterbung aussetzen. Warum nehmen Sie sie nicht einfach mit? Na, unmöglich, Krull. Ich kann nicht mit Sasa reisen und sie zugleich verstecken. Ohnehin hat es seine Schwierigkeiten, eine Frau, mit der man nicht verheiratet ist, durch die Welt zu führen. Aber ich wäre ja auch nicht unbeobachtet. Meine Eltern haben Beziehungen da und dort. Was soll ich tun? Wer hilft mir da heraus? Ich fühle ganz mit Ihnen, aber was Sie auf sich genommen haben, nimmt Ihnen keiner ab? Nein, keiner. Keiner. Das Gespräch versickerte für einige Augenblicke. Er drehte sein Glas. Ich muss reisen und will dableiben. Das heißt, ich muss nach dem Unvereinbaren trachten, zugleich zu reisen und dazubleiben. Das heißt wiederum, ich muss mich verdoppeln, mich zweiteilen. Ein Teil von Louis Venosta muss reisen, während der andere in Paris bei seiner Sasa bleiben darf. Ich lege Wert darauf, dass dies der eigentliche wäre. Kurzum, die Reise müsste nebenher laufen. Folgen Sie dem Ring meiner Gedanken? Ja, ich versuche es, Marquis. Mit anderen Worten, es müsste so aussehen, als ob Sie reisten. In Wirklichkeit aber blieben Sie zu Hause. Verzweifelt richtig. So müsste also Ihr Name reisen, verbunden mit einer Person, die nicht Sie wäre. Die aber nicht die Erstbeste sein dürfte. Das will ich meinen. Man könnte da nicht wählerisch genug sein. Krull, was an mir liegt, meine Wahl ist getroffen. So rasch. Bei so wenig Umschau. Wir sitzen uns hier doch schon eine ganze Weile gegenüber. Wir? Was haben Sie im Sinn? Cool. Wären Sie dazu fähig, um einem Freund aus der Not zu helfen? Mir scheint, lieber Marquis, Sie verlieren sich im Fantastischen. Ich soll derjenige sein, der draußen Ihren Namen führen? Sie darstellen in den Augen der Leute, Sie sein soll? Der Sohn Ihrer Eltern, nicht nur von Ihrer Familie, sondern Sie selbst. Haben Sie sich das überlegt, wie es überlegt zu werden verdient? Wo ich wirklich bin, bleibe ich ja, der ich bin. Ja, aber in der Welt draußen sind Sie ein anderer, nämlich ich. Man sieht Sie in mir. Sie treten mir Ihre Person ab für die Augen der Welt. Wäre Ihnen das nicht unbehaglich? Nein, Krull. Es wäre mir nicht... Sie wären mir nicht unbehaglich. Wirklich bin ich dort, wo ich bei Sasa bin. Sie aber sind mir recht als Louis Venosta anderwärts. Mit dem größten Vergnügen erscheine ich den Leuten als Sie. Sie sind hier und dort ein patenter Kerl in beiderlei Gestalt, als Gentleman wie als Commis de Salle. Sind Sie sich klar darüber, lieber Marquis, dass wir uns bis jetzt in den luftigsten Räumen bewegen und auf nichts Gegenständliches, auf keine der 100 Schwierigkeiten, mit denen zu rechnen wäre, überhaupt schon zu sprechen gekommen sind? Mein lieber Krull, machen Sie kein so ernstes Gesicht. Ich appelliere an Ihren Humor. An Ihren Sinn für einen guten Spaß. Ich bin gar nicht gewohnt, das Leben als einen Spaß aufzufassen, lieber Marquis. Leichtlebigkeit ist nicht meine Sache. Also gut. Worin sehen Sie die Schwierigkeiten? Ja, am besten, Marquis, Sie lassen mich selbst ein paar Fragen stellen. Wohin geht die Ihnen auferlegte Reise? Ah, mein guter Papa hat da in seiner Fürsorge eine sehr hübsche, für jeden anderen als mich höchst attraktive Route zusammengestellt. Die beiden Amerika, die Südseeinseln und Japan, gefolgt von einer interessanten Seefahrt nach Ägypten, Konstantinopel, Griechenland, Italien und so weiter. Eine Bildungsreise, wie sie im Buche steht. Und für die Kosten kommt Ihr Herr Papa auf? Selbstverständlich. Zeigen Sie mir Ihre Handschrift. Wie zeichnen Sie, wenn Sie an Ihre Eltern schreiben? Mensch, Sie denken an alles. Ich heiße Lulu zu Hause, weil ich mich selbst als Kind so genannt habe. Ich mach das so. Ich fragte ihn nach dem Namen des Dienstpersonals auf dem Schlosse zu Hause. Nach dem Koch, dem Kutscher, dem Kammerdiener. Selbst nach Haustieren, den Reitpferden, dem Malteser Schoßhündchen der Marquise. Unsere Heiterkeit wuchs, je länger die Sitzung dauerte. Aber Lulus Geistesklarheit und Unterscheidungsklarheit erfuhr mit der Zeit eine gewisse Herabsetzung. Sasa und ich, wir werden zusammen eine Vorstadt ziehen, eine hübsche Vorstadt. Aber ich muss einen anderen Namen dazu annehmen. Die Logik scheint mir zu verlangen, dass ich mich Krull nenne. Allerdings muss ich dafür Ihre Unterschrift erlernen, wozu hoffentlich meine Gerissenheit reicht. Aber Armand, ich meine, cher Louis, beantworten Sie mir, wenn Sie können, eine Frage. Wovon sollen wir leben? Ich gebiete über ein Bankkonto von 12.000 Francs, das zu Ihrer Verfügung steht. Im Austausch gegen die Gelder Ihres Herrn Papa. Ein Gentleman. Ein Edelmann von Kopf zu Fuß. Hören Sie, die Situation bringt es mit sich, dass wir auf den Dutzfuß miteinander treten sollen. Hast du was dagegen? Ein letztes Glas auf das Wohl unseres Gentlemans, der wir sind. Unser Zusammensein hier oben hatte die stillen Stunden der Theaterzeit überdauert.
Wir brachen auf, als die Hochterrasse sich in der milden Nacht wieder zu füllen begann. Gegen meinen Protest bezahlte er beide Diners und 4 Flaschen Lafitte. Er war sehr wirr. Von Freude zugleich und vom Wein. Zusammen, alles zusammen. Wir sind ein und derselbe. Amant de Colossa ist unser Familienumstände. Ich verkündigte Monsieur Machacek, Familienumstände nötigten mich, am 1. August den Dienst im St. James in Albany zu quittieren. Wir haben den vorgeschriebenen Kündigungstermin versäumt. Sie sind unentbehrlich. Er wollte nichts davon hören. Sie werden nach solchem Weglaufen nie wieder eine Anstellung finden. Ich werde Ihr Salär für den laufenden Monat einbehalten. Was er mit solchen Aussagen erreichte, war nur, dass ich mit einer scheinbar nachgiebigen Verbeugung beschloss, das Haus schon vor dem 1. und zwar sofort zu verlassen. Louis empfing mich in seiner schönen Dreizimmerwohnung mit der aufgeräumtesten Herzlichkeit und hatte nichts Eiligeres zu tun, als mir den so wichtigen Zirkularkreditbrief für unsere Reise zu überhändigen. Dieser stellte die Bestätigung der Bank dar, dass der zu ihren Lasten reisende Abhebungen bis zur Höhe der Gesamtsumme vornehmen könne. Sodann übergab er mir nicht nur das Eisenbahnbillett nach der portugiesischen Hauptstadt und die Schiffskarte nach Buenos Aires, sondern auch eine genaue Kopie seines Siegelrings, die er sinnvollerweise hatte anfertigen lassen. Dazu Skizzenbuch, Zeichenstifte, ein Päckchen Visitenkarten mit unserem Namen und seiner Adresse obendrein. 2 Wochen und ein Tag noch und ich rollte ihr entgegen, dieser Weite. Wohl installiert in einem spiegelgeschmückten, graublüschenden Halbcoupé erster Klasse des Nord-Süd-Express. Am Fenster, den Arm auf die Klapplehne der Sofabank gestützt. Mich verlangte nach keiner Beschäftigung, keiner Lektüre. Zu sitzen und zu sein, was ich war. Welche Unterhaltung sonst noch bedurfte es? Die Dämmerung sank, das Licht ging an. Und noch schmucker erschien darin meine Privatbehausung. Bonsoir, Monsieur. Ich begab mich ein paar Wagen weiter zum Waggon-Restaurant, dessen korrekter Vorsteher mich unter einladendem Gestenspiel zu meinem Platz geleitete und mir den Stuhl unterschob. Ich wünsche recht guten Appetit, mein Herr. Danke. Ihre Jugend wird es daran nicht fehlen lassen. An dem Tischchen saß bereits mit den Hors d'œuvre beschäftigt ein älterer Herr. Zierlich von Figur etwas, altmodisch gekleidet und mit grauem Bärtchen, der, als ich artig den Abendgruß bot, mit Sternenaugen zu mir aufsah. Fahren Sie bis Lissabon? Ja, eine weite Reise. Wohl die weiteste, die Sie bisher unternahmen? Aber eine verschwindende Strecke im Vergleich mit all denen, die noch vor mir liegen. Sieh da, Sie sind drauf und dran, eine ernstliche Inspektion dieses Sternes und seiner gegenwärtigen Bewohnerschaft vorzunehmen. Seine Bezeichnung der Erde als Stern tat es mir sonderbar an, im Zusammenhang mit der Beschaffenheit seiner Augen. Er hatte die Suppe abgelehnt und saß müßig mir gegenüber. Wissen Sie, woran Sie mich erinnern? Ich bitte es mir zu sagen. An eine Seelilie. Das klingt nicht wenig schmeichelhaft. Nur, weil es Ihnen wie der Name einer Blume klingt. Die Seelilie ist aber keine Blume, sondern eine festsitzende Tierform der Tiefsee. Ah. Zum Kreis der Stachelhäuter gehörig. Und davon wohl die altertümlichste Gruppe. Solche an ihrem Ort gebundenen Tiere neigen zu blumenhafter Form. Will sagen zu einer stern- und blütenartigen Rundsymmetrie. Der Haarstern von heute, Nachkomme der frühen Seelilie, sitzt nur noch in seiner Jugend an einem Stiele im Grunde fest. Dann macht er sich frei, emanzipiert sich und abenteuert schwimmend und kletternd an den Küsten herum. Man ist versucht, den Neuling der Beweglichkeit ein wenig zu beraten. Übrigens Kuckuck. Einen Augenblick dachte ich, es sei nicht so ganz richtig mit ihm, verstand aber dann, dass er, obwohl so viel älter als ich, sich mir vorgestellt hatte. Venosta. Marquis, Ihr Venosta? Bitte. Von der Luxemburger Linie nehme ich an. Ja. Ich habe die Ehre, eine römische Tante von Ihnen zu kennen. Contessa Paulina Centurione, die ja eine geborene Venosta ist, vom italienischen Stamm. Sie haben, wie Sie wissen, überall Vettern und Nebenverwandte, Herr Marquis. Meine Beschlagenheit darf Sie nicht überraschen. Geschlechts- und Abstammungskunde ist mein Steckenpferd. Besser gesagt, meine Profession. Professor Kuckuck, Paläontolog und Direktor des Naturhistorischen Museums in Lissabon. Eines noch nicht genügend bekannten Instituts, dessen Gründer ich bin.
Ich kann wohl sagen, Herr Professor, dass ich Glück gehabt habe mit meiner Tischanweisung. Oh, durchaus meinerseits. Er zog sein Täschchen und reichte mir eine Karte hinüber, was mich bestimmte, ihm auch meine, das heißt diejenige Lulus, zu geben. Auf seiner fand ich seine Vornamen, Antonio José, seinen Titel, sein Amtsverhältnis und seine Lissabonner Adresse. Ich bin jetzt 57. 25 Jahre sind es schon, dass ich nach Portugal kam. Ich habe ein Landeskind geheiratet, eine geborene da Cruz, und habe eine Tochter, ein reizendes Kind. Suzu nennen wir sie. Nicht Sasa? Nein, nein, Suzu. Es kommt von Susanna. Woher mag Sasa kommen? Ich kann es beim besten Willen nicht sagen. Ich bin dem Namen gelegentlich begegnet. Und Sie, Herr Professor, waren in Paris, gewiss im Auftrage Ihres Museums. Sie erraten es. Ziel meiner Reise war, vom Paläontologischen Institut ein paar uns wichtige Skelettfragmente zu erwerben. Schädel, Rippen und Schulterblatt einer längst ausgestorbenen Tapirart, von der über viele Entwicklungsstufen hin unser Pferd abstammt. Wie, das Pferd stammt vom Tapir? Und vom Nashorn. Jener Stammtapir lebte im Zeitalter des Eozäns. Im Eozän? Ich verspreche Ihnen, Professor Kuckuck, mir das Wort zu merken. Wann schrieb man das Eozän? Kürzlich. Es ist Erdenneuzeit, etwelche 100.000 Jahre zurück, als zuerst die Huftiere aufkamen. Vielleicht wird es Sie interessieren, dass wir Spezialisten beschäftigen, die nach den Skelettfunden all die vergangenen Tierformen höchst anschaulich und lebensvoll rekonstruieren. Wie auch den Menschen von einst. Den Menschen des Eozäns. Das wird ihn schwerlich gekannt haben. Das organische Leben auf Erden ist schlecht gerechnet 550 Millionen Jahre alt. Bis zum Menschen hat es sich Zeit genommen. Sie sehen mich außerordentlich gepackt durch Ihre Angaben, Herr Professor. Ich war es. Ich war außerordentlich gepackt. Schon jetzt und dann in immer wachsendem Maß. Mit so gespannter, mein innerstes erfüllender Anteilnahme hörte ich diesem Mann zu, dass ich fast ganz das Essen darüber vergaß. Ob ihm noch eine ebenso lange Frist bevorsteht, dem Leben wie die, die hinter ihm liegt, kann niemand sagen. Seine Zähigkeit ist freilich enorm, besonders in seinen untersten Formen. Und doch, die Zeit der Bewohnbarkeit eines Sterns ist begrenzt. Es hat das Leben nicht immer gegeben und wird es nicht immer geben. Das Leben ist eine Episode. Und zwar im Maßstabe der Äonen eine sehr flüchtige. Das nimmt mich ein für dasselbe. Vorgebeugt saß ich und hörte dem kuriosen Reisegefährten zu, der mir vom Sein sprach, vom Leben, vom Menschen und vom Nichts, aus dem alles gezeugt sei und in das alles zurückkehren werde. Zweifeln Sie nicht, dass alles sein, dass die Natur eine geschlossene Einheit bildet. Vom einfachsten leblosen Stoff bis zum lebendigsten Leben. Erregt lauschte ich dem, wohl wissend, dass es ein Vorzug war, diese Mitteilungen zu empfangen. Ein Vorzug, den ich meiner Vornehmheit verdankte. Dem Umstande, dass ich der Marquis de Venosta war und in Rom meine Contessa Centurione zur Tante hatte. Der Mensch muss das Tierische bewahren, wie das Leben das Unorganische in sich bewahrt. Und wie es sich verhält in der übrigen Natur, so auch in der Menschenwelt. Auch hier ist immer alles versammelt. Alle Zustände der Kultur und Moral. Alles vom Frühesten bis zum Spätesten, vom Dümmsten bis zum Gescheitesten, vom Urtümlichsten, Dumpfesten, Wildesten bis zum Höchst- und Feinstentwickelten. Ich werde Ihnen, lieber Marquis de Venosta, jedoch nicht vorenthalten, was den Homo sapiens auszeichnet, vor aller anderen Natur, der organischen und dem bloßen Sein, und was wahrscheinlich zusammenfällt mit dem, was hinzugekommen sei, als er aus dem Tierischen trat. Es ist das Wissen von Anfang und Ende. Sein sei nicht Wohlsein, es sei Lust und Last, und alles raumzeitliche Sein, alle Materie habe Teil. Sei es auch im tiefsten Schlummer nur an dieser Lust, dieser Last, an der Empfindung, welche den Menschen, den Träger der wachsenden Empfindung, zur Allsympathie lade. Zur Allsympathie.
Kuckuck stützte sich mit den Händen auf die Tischplatte, um aufzustehen, wobei er mich ansah mit seinen Sternenaugen und mir zunickte. Gute Nacht, Marquis de Venosta. Wir sind, wie ich bemerke, die Letzten im Speisewagen. Es ist Zeit, sich schlafen zu legen. Lassen Sie mich hoffen, Sie in Lisboa wiederzusehen. Schlafen Sie wohl. Träumen Sie vom Sein und vom... Ich sah Professor Kuckuck nicht mehr im Trubel des Bahnsteigs, noch auf dem Platz vor dem maurisch anmutenden Bahnhofsgebäude, wohin ich dem Gepäckträger zu einem offenen Einspänner folgte. Der Tag war licht und sonnig, nicht allzu warm. Bevor ich dem Kutscher das Hotel, wo ich telegrafisch Quartier gemacht hatte, nennen konnte, nannte er selbst es mir. Savoy Palace. Intelligent über mich verfügen. Set exakt. Auf diese Unterkunft schätzte er mich ein. Dorthin schien ich ihm zu gehören. Mein Absteigequartier war in der Tat palastartig. Unbeschwert wie ein Spaziergänger schlenderte ich durch die Halle zur Rezeption, wo es denn nun kein Erröten und kein Zurücktreten mehr gab, sondern als Antwort auf meinen Namen nichts als verständnisinnig bewillkommendes Lächeln. Erfreute Verbeugungen, das zarteste Ersuchen, vielleicht, wenn es genehm wäre, das Meldeblatt allenfalls mit den notwendigsten Angaben auszufüllen. Ein Herr im Cutaway fuhr mit mir hinauf zum ersten Stock, um mich dort in das mir reservierte Appartement, Salon und Schlafzimmer, nebst gekacheltem Bad, einzuführen. Der Anblick dieser Räume, deren Fenster auf die Avenida da Liberdade hinausgingen, entzückte mich mehr, als ich merken lassen durfte. Etwas unausgeschlafen entschloss ich, für heute meine Aktivität auf einige Umschauen der Stadt zu beschränken und machte mich nach dem Café dazu auf. Ich ließ mich vor einem der Cafés an einem Tischchen nieder, verzeihen Sie, um meinen Herr, die Tee zu nehmen. Eines eben erst angelangten mir Menschen, benachbart saß eine dreiköpfige Gruppe von Herrschaften. Der begreiflicherweise nur diese spricht, nicht verständigen kann. Es waren zwei Damen, Wunsch, Mutter und Tochter aller Vermutung nach, in Gesellschaft eines Herrn von kaum mittleren Jahren mit Adlernase und Brille. Dessen Haar unter dem Panama-Hut ihm lang und künstlerisch über den Rockkragen hing. Das Haus, das ich meine, doch meine Neugier und zarte Anteilnahme galt vor allem den beiden Frauen. Und ausdrücklich merke ich an, dass dieses Entzücken mir von keiner der beiden Figuren für sich, sondern dass ihre Zweiheit es war, was es mir so antat. Über die Transportmittel zu informieren, die mir für den kleinen Ausflug dorthin zur Verfügung stehen. Die junge Person, 18-jährig, wie ich schätzte, erinnerte mich auf den ersten Blick zum Stutzen an Sasa. Ich bitte, mein Herr. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Nicht alle gleich empfehlenswert, wie ich besser hinzufüge. Nur, dass ihre Hübschheit sozusagen nachweisbarer war. Aufrichtiger, naiver als diejenige von Lulus Freundin, bei der alles nur besser nicht genau zu prüfendes Blendwerk war. In die unmittelbare Nähe der Rua Joao de Castillo. Den südlichen Elfenbeinton der Haut hatte Susu, so nannte ich sie nun einmal sogleich, mit ihrer Mutter gemein. Ausgezeichnet. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Deren Typ und Tenue freilich von ganz anderer Art. Imposanter, um nicht zu sagen, majestätischer war. Entschuldigen Sie den Frohsinn eines Kindes, mein Herr. Aber ich bin Madame Kuckuck aus der Rua Joao de Castillos. Nein. Dies ist meine Tochter Susanna. Dies Herr Miguel Hurtado, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter meines Gatten. Und ich gehe wohl nicht fehl mit der Annahme zu dem Reisegefährten Don Antonio Chausses, dem Marquis de Venosta, zu sprechen. Mein Mann hat uns heute bei seiner Ankunft von der Begegnung mit Ihnen erzählt. Ich dachte bei mir, entzückt, im Schutz Madame, dieser Mutter war das Töchterchen das sicherer aufgehoben als unter jeder männlichen Chaperonage. Sie dürfen sich nicht wundern, dass Ihre Erkundigung mich amüsierte. Sie erkundigen sich viel. Schon auf dem Platz habe ich Sie beobachtet, wie Sie jeden dritten Passanten anhielten, um sich nach irgendetwas zu erkundigen. Und jetzt erkundigen Sie sich bei Don Miguel nach unserer eigenen Wohnung. Du bist vorlaut zu suchen. Verzeih, Mama, aber alles ist vorlaut, was man in jungen Jahren sagt. Und der Marquis, der ja selbst noch jung ist, ist selbst ein bisschen vorlaut gewesen, indem er von Tisch zu Tisch ein Gespräch anfing. Übrigens habe ich ihm gar nicht gesagt, was ich sagen wollte. Vor allem wollte ich ihm versichern, dass Papa uns beim Wiedersehen keineswegs gleich zuerst und Hals über Kopf von seiner Begegnung mit ihm erzählt hat, wie es fast aus deinen Worten hervorzugehen schien. Er hat uns erst eine Menge anderes erzählt, bevor er ganz beiläufig erwähnte, auch dass er mit einem Herrn de Venosta zu Abend gegessen. Auch mit der Wahrheit, mein Kind, darf man nicht vorlaut sein. Mein Gott, Mademoiselle, es ist eine Wahrheit, an der ich nie gezweifelt habe. Ich bilde mir nicht ein. Das ist gut. Das ist gut, dass Sie sich nicht einbilden.
Ein junger Mann, der so heißt, Cher Maman, und dabei zufällig so gut aussieht, ist sehr in Gefahr, sich allerlei einzubilden. Mademoiselle Susanna sollte die weit größere Gefahr nicht verkennen, in der sie bei ihrem Aussehen selbst schwebt, sich etwas einzubilden. Hinzu kommt die natürliche Versuchung zum Stolz auf einen solchen Papa und solche Mama. Verneigung gegen die Signora. Susu errötete. Was er für hübsche Zähne hat. Gewissermaßen für ihre Mutter, die an Erröten nicht im Entferntesten dachte. Aber er zeigt sie ja immer. Vielleicht aber auch aus Eifersucht auf sie. Offenbar will er es hören. Es gab eine etwas verlegene Stockung des Gesprächs. Herr Hurtado rückte an seiner Brille. Marquis, ich habe Ihnen Monsieur Hurtado als einen wissenschaftlichen Mitarbeiter meines Mannes vorgestellt. Das wollte sagen, er ist ein vorzüglicher Tiergestalter, der für unser Museum nicht nur alle möglichen zeitgenössischen Tiere aufs Natürlichste nachbildet, sondern auch die Kunst übt, an der Hand von fossilen Resten nicht mehr existierender Geschöpfe ihre Erscheinung höchst überzeugend wiederherzustellen. Daher das Haar auf dem Rockkragen, dachte ich. Aber Madame... Es wäre nicht unbedingt nötig. Aber Monsieur Hurtado, besser könnte dies alles sich gar nicht treffen. Denken Sie, auch von Ihrer bewundernswerten Tätigkeit hat mir der Herr Professor ja unterwegs erzählt. Und nun lässt mich mein gutes Glück beim ersten Schritt in die Stadt Ihre Bekanntschaft machen. Welche Freude! Fallen Sie ihm doch gleich um den Hals! Die Bekanntschaft mit uns kommt wohl gar nicht in Vergleich mit der, die Sie da bejubeln. Und dabei sehen Sie nicht im Mindesten so aus, Marquis, als ob Ihnen die Wissenschaften besonders nahe lägen. Ihr Interesse gilt in Wahrheit wohl eher dem Ballett und den Pferden. Man hätte sich um Ihr Reden wohl gar nicht kümmern sollen. Mein Fräulein, das Pferd hat mit dem Tapir des Eozäns von Weitem sehr viel zu tun, aber es bleibt Ihnen unbenommen in mir, einen Fonds von den seichtesten Interessen zu sehen, der für das Höhere, für den Kosmos und die Allsympathie gar keinen Sinn hat. Das steht Ihnen frei. Wie gesagt, nur könnte es sein, dass Sie mir Unrecht damit täten. Es wäre an dir, Susu, zu erklären, dass das nicht deine Absicht war. Aber Susu schwieg verstockt. Mein liebes Kind, ein junges Mädchen muss es lernen, zwischen Züchtigkeit und Stachlichkeit zu unterscheiden. Und doch war es gerade diese Stachlichkeit, die mir Hoffnung machte, eines Tages, so knapp mir die Tage waren, diese reizend geschürzten Lippen küssen zu können. Mademoiselle liebt die Neckerei, Herr Marquis. Wir Männer müssen das hinnehmen. Und wer von uns wäre nicht gern bereit dazu? Mich neckt sie auch immer und nennt mich den Ausstopfer. Dabei bin ich freilich zu Besserem übergegangen, zur Dermoplastik, vom Handwerk zur Kunst und brauche keine toten Tiere mehr, um scheinbar höchst lebendige zur Anschauung zu bringen. Ich beglückwünschte Hurtado zu der prächtigen Aufgabe und versicherte ihm, möglichst viel von seinem bisherigen Schaffen sehen zu wollen, bevor mein Schiff in einer Woche gehe, mein Schiff nach Buenos Aires. Kommen Sie doch einfach morgen früh. Gegen 11 Uhr zu dem Museum. Rua de Prata. Der Professor, sowohl wie auch meine Wenigkeit, werden anwesend sein zum Zwecke eines Rundgangs. Wundervoll. Bleiben Sie doch zum Mittagessen. Mit Hoheit tat sie den Vorschlag. Und dass ich diese mit artigster Überraschung und Dankbarkeit annahm, brauchte ich nicht zu versichern. Nach geschehener Abmachung erhob man sich zum Gehen. Nicht nur Herr Hurtado, sondern auch Madame Kuckuck und Susu reichten mir zum Abschied die Hand. Ich rede nicht gern nach Leisung. Darum schob ich es auf, Ihnen zu sagen, dass es nicht meine Absicht war, Ihnen Unrecht zu tun. Ich war so verblüfft über die plötzliche Milderung Ihrer Stachlichkeit, nee, Mademoiselle Zaza, dass ich Sie aus Versehen Zaza nannte. Zaza? Susu! Susu! Excusez-moi, bévue, je vous en prie! Während ich am maurischen Hauptbahnhof vorbei durch die enge Rua du Principe in mein Hotel zurückkehrte, schalt ich mich wegen des Ausgleitens meiner Zunge. Sasa. Die war nur sie selbst gewesen. Zu zweit nur mit ihrem verliebten Lulu. Nicht mit einer stolzen, uriberischen Mutter. Und das war doch ein gewaltiger Unterschied. Das Museo Ciências Naturais von Lissabon erreicht man von der Rua Augusta aus in wenigen Schritten. Die Fassade des Hauses ist unscheinbar, ohne Freitreppenaufgang, ohne Säulenportal. Man tritt eben ein und findet sich sogleich noch vor dem Durchschreiten der Drehsperre überrascht von der Weite und Tiefe der Vorhalle, die den Besucher bereits mit einem das Gemüt ergreifenden Naturbilde begrüßte. Man erblickte nämlich, ungefähr in ihrer Mitte, einen bühnenartigen Aufbau mit grasigem Boden, in dessen Hintergrund ein Waldesdickicht, teils gemalt, teils wirklich aus Stämmen und Laub bestehend, dunkelte. Davor aber, als er eben daraus hervorgetreten, stand im Grase auf schlanken, enggestellten Beinen ein weißer Hirsch,
hochgekrönt, mit ausladendem Geweih aus Schaufeln und Spießen, würdevoll und zugleich wachsam flüchtig von Ansehen. Herr Marquis, ich sah Sie gefesselt von unserem Empfangsherrn, dem weißen Schaufler. Sehr begreiflich. Ein gutes Stück. Nein, nicht ich habe es auf die Beine gestellt. Das ist von anderer Hand geschehen, vor meiner Verbindung mit dem Institut. Sie sind Weidmann, nehme ich an. Nur gelegentlich, Herr Hurtado, nur wenn gerade die gesellschaftlichen Umstände es mit sich bringen. Der Herr Professor erwartet Sie. Darf ich nach links bitten? Links am Korridor lag Kuckucks Büro. Er erhob sich vom Schreibtisch bei unserem Eintritt, indem er die Arbeitsbrille von seinen Sternenaugen nahm, die ich mit einer Empfindung wiedererkannte, als hätte ich sie vor dem im Traum gesehen. Seine Begrüßung war herzlich. Machen wir uns auf unseren Rundgang, Marquis? So taten wir. Einzelne Besucher, Leute, die das gewiss populäre Eintrittsgeld zu erlegen gehabt hatten, begegneten uns führerlos, da ihr gesellschaftlicher Rang keinen Anlass zu besonderer Betreuung gab. In mir glaubten sie wahrscheinlich einen ausländischen Prinzen zu sehen, dem die Verwaltung die Honneurs des Hauses machte. Ich leugne nicht, dass mir das angenehm war. Da, von einer rotsamtenen Sperrkordel eingefasst, war wahrhaftig ein Dinosaurier in voller Lebensgestalt aufgebaut. Das ungefüge Wesen angehend, das, von der Natur verdrossen fallen gelassen, hier anhand seiner versunkenen Reste treulich wiederhergestellt war, war ich sehr ergriffen von seinem Anblick. Lass dir's nicht nahe gehen. Gewiss, du bist verworfen worden und kassiert wegen Maßlosigkeit, aber du siehst, wir haben dich nachgebildet und gedenken dein. Und doch war nicht einmal auf dieses Renommierstück des Museums meine Aufmerksamkeit voll versammelt, sondern wurde durch gleichzeitige Anziehungen abgelenkt. So geht es ja an Museen und Ausstellungen. Sie bieten zu viel. Die stille Vertiefung in einen oder wenige Gegenstände aus ihrer Fülle wäre für Geist und Gemüt wohl ergiebiger. Schon wenn man vor den einen tritt, ist der Blick zu einem anderen vorangeschweift, dessen Anziehung die Aufmerksamkeit für jenen beirrt und sofort durch die Flucht der Erscheinungen. Übrigens sage ich das aus einmaliger Erfahrung, denn ich habe später kaum je wieder solche Belehrungsstätten besucht. Wie könnte ich all die Tiere nennen und loben, die das Museum zur Anschauung brachte? Die Vögel, das Krokodil, die Robben, Fuchs, Luchs, Faultier und Vielfraß. Ja, auch den Jaguar im Baum oder den Schimpansen. Das zottige Mammut, das es nicht mehr gibt. Und, gehüllt in lappige Dickhaut, das Nashorn, das es noch gibt. Obgleich es nicht danach aussieht. Aber der Mensch, Herr Professor, Sie haben mir doch den Menschen versprochen. Wo ist er? Im Souterrain. Das Souterrain war künstlich beleuchtet. Wo wir gingen, da waren hinter Glasscheiben kleine Theater, plastische Szenen in natürlicher Größe aus dem Frühleben der Menschen in die Wand eingelassen. Und vor jeder verweilten wir, unter den Kommentaren des Hausherrn. Du mein Gott, was hockte da klein und beflaumt in scheuer Gruppe beisammen, als beriete man sich in schnalzender, gurrender Vorsprache, wie auf dieser Erde, die man, beherrscht von weit günstiger ausgestatteten, stärker bewaffneten Wesen vorgefunden, ein Durchkommen, ein Auskommen zu finden sei. Und doch wussten sie schon, meiner Überzeugung nach, und besprachen es heimlich im Hocken, dass sie aus feinerem Holze geschnitzt waren als alle anderen. Nicht trennen konnte ich mich von den Neandertalern, dann aber ebenso wenig von dem Sonderling, der vor vielen Jahrhunderttausenden einsam in nackter Felsenhöhle kauerte und mit seltsamem Fleiß die Wände mit Bildern von Wisenten, Gazellen und anderem Jagdgetier, auch Jägern dazu, bedeckte. Seine Gesellen betrieben wohl draußen die Jagd in Wirklichkeit. Er aber malte sie mit bunten Säften. Mein Kopf war heiß auf leicht fiebrige Weise von dringlichem Schauen. Den Professor hörte ich sagen, nun hätten wir alles gesehen und könnten wieder hinaufsteigen und weiter hinauf sodann in die Rua Joao de Castillos, wo uns seine Damen zum Frühstück erwarteten. Fast hätte man es vergessen können über solcher Besichtigung. Dabei hatte ich es keineswegs vergessen. Vielmehr den Gang durchs Museum geradezu als Vorbereitung betrachtet zum Wiedersehen mit Mutter und Tochter. Herr Professor, ich habe zwar noch nicht viele Museen besichtigt in meinem jungen Leben, aber dass Ihres eines der ergreifendsten ist, steht mir außer Frage. Nun aber, so ungern ich von hier scheide, dürfen wir Signora Kuckuck und Mademoiselle Suzum keinen Preis auf uns warten lassen. Mutter und Tochter, auch damit hat es eine ergreifende Bewandtnis. Ein Geschwisterpaar gut, es hat gleichfalls oft großen Zauber, aber Mutter und Tochter, ich...
Ich sage es ganz frei und möge es auch etwas fiebrig klingen, geben doch das reizendste Doppelbild ab auf diesem Sterne. Und so wurde ich denn in das Zuhause des Mannes eingeführt, dessen Gespräch auf der Reise mein Inneres in so starke Bewegung versetzt hatte. Dieses Domizil, in dessen erhöhte Gegend ich meine Blicke von der unteren Stadt schon oftmals suchend emporgewandt hatte. Sie reisen also weiter nach Argentinien? Ja, Madame. Ich besuche die Familie Meyer, deren Bekanntschaft meine Eltern in Trouville gemacht und deren Gastfreundschaft mich erwartet. Senora Cucuc da Cruz begrüßte uns, das heißt besonders mich, in dem höchst bürgerlichen kleinen Salon mit so viel vollendeter Würde, als umgäbe sie ein fürstlicher Empfangssaal. Diese Leute heißen einfach Meyer, aber auch Novaro, denn dies ist der Name ihrer Kinder, eine Tochter und ein Sohn, die aus Frau Meyers erster Ehe stammen. Der Eindruck, den diese Frau am Vortage auf mich gemacht, verstärkte sich beim Wiedersehen nur noch beträchtlich. Sie ist aus Venezuela gebürtig und hatte sich in sehr jungen Jahren einem Argentinier in staatsamtlicher Stellung vermählt, der bedauerlicherweise in der Revolution von 1890 erschossen wurde. Sie hatte Wert darauf gelegt, sich in einer anderen Toilette zu zeigen als gestern. Und wie ohne Tadel wohlerhalten war die Figur in ihrer Strackheit. Bei hochgetragenem Kopf, der immer unter den Lidern, fast müde vor Stolz, auf mich hinabblickte. Nach Einhaltung eines Trauerjahres hat sie dem reichen Konsul Meyer die Hand zum Ehebunde gereicht und ist mit ihm und ihren Novaro-Kindern in sein Stadthaus zu Buenos Aires und auf seine weitläufige, von der Stadt ziemlich entfernt, in den Bergen gelegene Besitzung El Retiro gefolgt, wo die Familie nun fast immer lebt. Ich leugne nicht, dass die Frau mich einschüchterte und mich zugleich durch eben die Eigenschaften, vermögadiere sie es tat, außerordentlich anzog. Signora Meyer ist wohl eine Schönheit. Susu stand dabei meinem Alter und Interesse doch noch näher als Signora Maria Pia. Den Vornamen hörte ich von dem Professor. Ich weiß es nicht, Mademoiselle, aber da sie so bald wieder einen Bewerber gefunden hat, nehme ich an, dass sie nicht hässlich ist. Wie freute es mich, die hübschen Zipfel ihres Haars vor den Ohren, ihre geschürzte Oberlippe, den Schmelz ihrer Zähne, diese reizende Kinn- und Kehllinie, den unwirsch forschenden Blick dieser schwarzen Augen unter den ebenmäßigen Brauen wiederzusehen. Das steht auch von den Kindern, diesen beiden Novaros zu vermuten. Wissen Sie schon Ihre Vornamen? Ich erinnere mich nicht, dass meine Eltern Sie erwähnt hätten. Aber ich wette, dass Sie ungeduldig sind, Sie zu erfahren. Warum? Ich weiß nicht. Sie haben mit unverkennbarem Interesse von dem Pärchen gesprochen. Gewiss, Signora Maria Pias rassige Hoheit beeindruckte mich bis zur Erschütterung. Aber der Schlag meines Herzens galt doch ihrem liebreizenden Kinde. Dessen bin ich mir gar nicht bewusst. Ich habe ja noch gar keine Vorstellung von ihnen. Aber ich gebe zu, dass das Bild anmutigen Geschwistertums von jeher einen gewissen Zauber auf mich ausgeübt hat. Und die Idee, dass diese Susu, die Sasa des auf Reisen befindlichen Louis Venosta sei oder werden müsse, setzte sich immer eigensinniger in meiner Vorstellung fest. Ich bedauere, Ihnen so einzeln und allein entgegentreten zu müssen. Erstens kann das Einzelne allein genug Zauber besitzen. Und zweitens? Zweitens? Ich habe gänzlich gedankenlos erstens gesagt über ein... Zweitens verfüge ich nicht, höchstens, dass es noch andere reizende Kombinationen gibt, als die Geschwisterliche ließe sich an zweiter Stelle bemerken. Patati patata. Man sagt nicht so, Susu. Der Marquis wird sich Gedanken über deine Erziehung. Man hob die Frühstückstafel auf und beschloss, einen botanischen Spaziergang zu unternehmen. Der Professor erklärte, dass er sich daran nicht beteiligen könne, sondern in sein Büro zurückkehren müsse. Wir gingen in wechselnder Anordnung. Manchmal schritten Don Miguel und ich zu Seiten Senora Cucucs, während Susu voranschlenderte. An sehr wenigen Plätzen der Erde, außer diesem, gibt es noch Farnbäume. Manchmal fand ich mich auch allein an der Seite der stolzen Frau und sah Susu und Hurtado vor uns wandeln. Aber den Farngewächsen überhaupt, blütenlos und eigentlich auch samenlos, wie sie sind, schreibt der Glaube primitiver Menschen seit Urzeiten allerlei geheime Kräfte zu. Besonders, dass sie gut seien zum Liebeszauber. Pfui. Auch kam es vor, dass ich mit der Tochter ein Paar bildete, vor oder hinter der Signora und dem Dermoplastiker, der sich aber öfter zu mir gesellte, um mir Erklärungen über die Landschaft, die Wunder der Pflanzenwelt zu geben. Wie meinen Sie das, Mademoiselle? Warum diese derartig emotionale Rückäußerung auf eine so wissenschaftlich-sachliche Erwähnung? Und so, gestehe ich, war mir es am liebsten, weil so jenes Verleugnete zweitens zu seinem Rechte kam. Und ich Mutter und Tochter in reizender Kombination vor mir sah. Gegen welchen Bestandteil wenden Sie sich? Gegen die Liebe oder gegen den Zauber? Das ist ein unanständiges Thema. Die Liebe? Wie hart.
Man liebt das Schöne. Ihm wenden Sinn und Seele sich zu wie die Blüte der Sonne. Sie werden doch nicht die Schönheit mit dem einsilbigen Ausruf von vorhin bedenken wollen. Ich finde es äußerst geschmacklos, auf Schönheit die Rede zu bringen, wenn man sie selber zur Schau trägt. Sie sind recht gehässig, mein Fräulein. Im Übrigen sollte man nicht mit Steinen werfen, wenn man im Glashause sitzt. Wie schön sind Sie, Susu. Wie bezaubernd mit Ihren unvergleichlichen Haarzipfeln vor den kleinen Ohren. Ich kann mich an diesen Zipfeln gar nicht satt sehen und habe sie sogar schon gezeichnet. Das traf zu. Heute Morgen hatte ich im Speiseabteil meines Salons Lulus Aktzeichnungen von Sasa mit Susus Schläfenhaaren neben den Ohren versehen. Was? Sie haben sich erlaubt, mich zu zeichnen? Aber ja, mit Ihrer Erlaubnis oder ohne sie. Die Schönheit ist Freigut des Herzens. Ich wünsche, diese Zeichnung zu sehen. Ich verlange, dass Sie mir dieses Blatt ausliefern. Es sind mehrere. Ich werde darüber nachdenken, ob, wann und wo ich sie Ihnen vorlegen kann. Das Wann und Wo muss ich finden. Das Ob ist keine Frage. Und nun wechseln Sie endlich das Thema. Ja, aber gern. Also, zum Beispiel, darf ich fragen, ob Sie bzw. Ihre verehrten Eltern vielleicht mit Herrn und Frau von Hyon, dem luxemburgischen Gesandten und seiner Gattin, bekannt sind? Nein. Was geht uns Luxemburg an? Da haben Sie wieder recht. Für mich war es im Sinne meiner Eltern schicklich, dort Besuch zu machen. Nun habe ich wohl eine Einladung zum Déjeuner oder Dîner von da zu erwarten. Viel Vergnügen. Ich habe dabei noch einen Hintergedanken. Es ist der Wunsch, durch Herrn von Hyon, seiner Majestät, dem König vorgestellt zu werden. So, ein Höfling sind Sie auch. Wenn Sie es so nennen wollen. Patati patata, Sie wollen nur Eindruck machen mit Ihren Beziehungen. Ihre Frau Mama hat Ihnen verboten, patati patata zu mir zu sagen. Und im Übrigen... Maman, ich muss dir mitteilen, dass ich eben wieder patati patata zu dem Marquis gesagt habe. Wenn du dich mit unserem jungen Gaste zankst, so wirst du nicht weiter mit ihm gehen. Komm her und lass dich von Don Miguel führen. Ich werde unterdessen den Marquis zu unterhalten suchen. Wir vollzogen den Tausch. Ich habe Ihnen die Gesellschaft des Kindes doch wohl zu lange zugemutet, lieber Marquis. Der Jugend ist die Jugend meistens zu jung. Der Umgang mit der Reife ist ihr zuletzt, wenn nicht willkommener, so doch zuträglicher. Wie beglückend, Signora, in Ihrem Munde das Wort Jugend sich ausnimmt. Sie sprechen es mit der Güte der Reife. Die Jugend allein und für sich würde auch nicht das Entzücken hervorbringen, worin ich lebe. Mein Vorzug ist, dass ich die Schönheit im Doppelbilde als kindliche Blüte und in königlicher Reife mit Augen schauen darf. Ich sprach wunderhübsch und nicht ungnädig wurde meine Suade aufgenommen. Denn als ich mich am Fuße der Seilbahn, die meine Gesellschaft wieder zur Villa Kuckuck hinaufführen sollte, verabschiedete, um in mein Hotel zurückzukehren, ließ die Signora fallen, man hoffe doch, mich vor meiner Abreise gelegentlich noch zu sehen. Und so wurde stehenden Fußes für einen der nächsten Tage, den dritten von heute, die Verabredung zu einem morgendlichen Gastspiel getroffen, nach welchem ich zum Abschied noch einmal das Mittagsmahl der Familie teilen sollte. Nachdem ich mich über Maria Piers Hand geneigt und diejenige Susus, auch die Don Miguels, mit herzlichem Freimut geschüttelt, ging ich meines Weges. Die Gestaltung der nächsten Zukunft besitzt. Lisbon, den 25. August 1895. Teuerste Eltern, geliebte Mama, verehrt Mama. Und gleichfalls so lieber Papa, seit 10 Tagen wendet ihr mich auf hoher See und ich schreibe euch noch von meinem ersten Reiseziel aus der portugiesischen Hauptstadt. Ich werde euch, liebe Eltern, diesen von mir selbst so unvorhergesehenen Tatbestand einschließlich meines langen Schweigens erklären und hoffe damit, einen auf eurer Seite zu befürchtenden Unmut im Keime zu ersticken. Alles fing damit an, dass ich auf der Reise hierher Bekanntschaft eines hervorragenden Gelehrten namens Professor Kuckuck machte, dessen Gespräch, ich glaube es bestimmt, euren Geist, euer Gemüt ebenso gefesselt und inspiriert haben würde, wie es bei eurem Sohn der Fall war. Mein Verkehr in seinem Hause wurde sogleich freundschaftlich, aber ich gestehe, dass ich mit den Damen des Hauses nicht viel anzufangen weiß. Die Beziehung zu Ihnen hat sich in diesen Wochen nicht wahrhaft erwärmen wollen und würde das aller Voraussicht nach in noch so langer Zeit nicht tun. Nein, es ist der Hausherr, Professor K., an den ich mich halte. Die eigentliche Veranlassung meines Verweilens war aber eine andere, nämlich die folgende. Ich hielt es für nicht mehr als korrekt und glaubte, in eurem Sinne zu handeln, wenn ich die Stadt nicht wieder verließ, ohne bei unserem diplomatischen Vertreter, Herrn von Hyon, und seiner Gattin Karten abgegeben zu haben.
Ich erhielt die Einladung zur Teilnahme an einem offenbar schon vor meinem Besuch anberaumten Herrenabend auf der Gesandtschaft und verbrachte einen sehr angenehmen Abend, den ich als einen natürlich eurer Erziehung zu dankenden persönlichen Erfolg verbuchen kann. Die Veranstaltung geschah zu Ehren des rumänischen Prinzen Juan Ferdinand, der, kaum älter als ich, mit seinem militärischen Gouverneur Hauptmann Zamfirescu eben in Lissabon weilte. Die Zahl der Geladenen war beschränkt. Sie übertraf kaum 10 Personen, doch herrschte, angefangen bei dem Empfang durch Bediente in Kniehosen und mit Fangschnüren an den galonierten Röcken, große Ansehnlichkeit. Nach Tische nun gar, als man es sich im Rauchsalon des Gesandten bequem gemacht hatte, den Kaffee einnahm und den Likören zusprach, fiel mir wie von selbst der Platz neben dem hohen Gaste zu. Und ich darf sagen, dass ich ihn sehr amüsierte. Und zwar mit den einfachsten Mitteln, die für ihn gerade die rechten waren. Am Ende der Soiree machte mir Herr von Hyon unter 4 Augen den Antrag, mich noch vor meiner Abreise seiner Majestät den König Don Carlos I. vorzustellen, der sich gleichfalls eben in der Hauptstadt befand. Da seine Majestät aufgrund verschiedener und hochpolitischer Umstände voller Sorgen war, könne meine Vorstellung als Einschaltung in den Gang der täglichen Routineaudienzen vielleicht auf den hohen Herrn zerstreuend und erfrischend wirken. Ihr werdet verstehen, liebe Eltern, dass bei meiner streng und freudig royalistischen Gesinnung und bei meinem enthusiastischen Hang, von dem ihr vielleicht nicht einmal viel wusstet, mich vor legitimer Majestät zu beugen, dieser Vorschlag des Gesandten starke Anziehungskraft für mich besaß. Was seiner Annahme entgegenstand, war die leidige Tatsache, dass die Anberaumung der Audienz einige Tage, 4 oder 5, in Anspruch nehmen würde und damit der Termin meiner Einschiffung auf der Kap Arkona überschritten war. So verschob ich dann meine Überfahrt auf ihre nächste Reise, also bis Ende September oder selbst Anfang Oktober. Mein lieber Ambassadeur, es ist mir ein Vergnügen, wie immer, auch Sie in der Stadt. Das Befinden der liebenswürdigen Madame de Huon ist vortrefflich, wie mich das freut. Wie mich das wahrhaft freut. Der König, wiewohl erst wenig über 30, hatte bereits gelichtetes Haar und war von etwas dicklicher Beschaffenheit. Gekleidet in eine olivgrüne Uniform mit roten Aufschlägen und nur einen Stern auf der Brust, in dessen Mitte ein Adler Zepter und Reichsapfel in den Fängen hielt, empfing er uns in seinem königlichen Schloss, stehend an seinem Schreibtisch. Und so denn, was für ein Adonis bringen Sie mir da heute? Ihr müsst, liebe Eltern, diese Bemerkung als eine rein scherzhafte, dem Tatsächlichen in nichts verpflichtete Courtoisie verstehen. Herr von Huon stellte mich vor. Mein lieber Marquis, willkommen in Lissabon. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass Ihr Name mir wohl bekannt und dass es mir eine Freude ist, einen jungen Sprossen des Hochadels eines Landes bei mir zu sehen, zu dem Portugal nicht zuletzt dank dem Wirken Ihres Herrn Begleiters in so herzlich freundschaftlichen Beziehungen steht. Sagen Sie mir, was führt Sie zu uns? Ich berichtete seiner Majestät von dem Geschenk der einjährigen Welt- und Bildungsreise. Dieser Reise, zu der ich mich von Paris, meinem Wohnsitz, aufgemacht und deren erste Station diese unvergleichliche Stadt sei. Ah, Lissabon gefällt Ihnen also? Sire, énormément. Welche Stadt? Was gesagt werden will, das ist, dass man in Euer Majestät den Herrscher eines der schönsten Länder der Erde, ja wahrscheinlich des schönsten überhaupt, zu verehren hat. Und dann das Volk. Der Herrscher über ein so faszinierendes Volk zu sein, wie sehr sind Euer königliche Majestät dazu zu beglückwünschen? Ja, nun ja, sehr hübsch, sehr artig. Ich danke Ihnen für den freundlichen Blick, lieber Marquis, den Sie auf Land und Leute von Portugal richten. Aber wollen wir uns nicht setzen? Ohne Zweifel hatte er ursprünglich die Absicht gehabt, die Audienz im Stehen abzuhalten und sie, da es sich ja eben nur um meine Vorstellung handelte, in wenigen Minuten zu... Der König, der Gesandt und ich nahmen Platz in Lederfauteuils vor dem mit einem gittergeschützten Marmorkamin, mit seiner Pendule, seinen Armleuchtern und seinen orientalischen Vasen auf der Platte. Herr von Huon wies mich mit den Augen auf die Gemälde hin, indem er zugleich auf den König deutete, der eben von einem geschnitzten Rauchtischchen einen silbernen Zigarettenkasten herüberholte. Ich verstand. Wollen Eure Majestät allergnädigst verzeihen, wenn meine Aufmerksamkeit vorübergehend abgelenkt wird von Ihrer Person durch diese Meisterwerke da, die zwingend meine Blicke auf sich ziehen. Ich darf sie doch näher in Augenschein nehmen?
Das ist Malerei. Das ist Genie. Die Signatur ist mir nicht ganz erkennbar, aber eins wie das andere muss das vom ersten Künstler ihres Landes stammen. Dem ersten, wie man es nimmt. Die Bilder sind von mir. Ja, du mein Gott, vor solchem Können errötet der Dilettantismus. Für dilettantisch eben wird es gehalten. Man glaubt dem König nichts anderes als Dilettantismus. Es stellt sich da immer gleich der Gedanke an Nero und seine Qualis Artifex-Ambitionen ein. Bedauernswerte Menschen, die sich von solchem Urteil nicht frei zu vermachen vermögen. Sie sollten sich des Glücksfalles freuen, wenn sich das Höchste mit dem Höchsten, die Gunst erhabener Geburt mit derjenigen der Musen verbindet. Ich habe meine Freude, lieber Marquis, an Ihrer Empfänglichkeit, an der genießbaren Unbefangenheit, mit der Sie die Dinge, Welt, Menschen und Werke betrachten, der schönen Unschuld, mit der Sie es tun und um die Sie zu beneiden sind. Sie ist vielleicht nur auf der gesellschaftlichen Stufe möglich, die Sie einnehmen. Die Hässlichkeit und Bitternis des Lebens kennt man ganz nur in den Niederungen der Gesellschaft und an ihrer höchsten Spitze. Der gemeine Mann ist darin erfahren und der die Miasmen der Politik atmende Staatenlenker. Euer Majestät, Bemerkung ist voller Geist. Ich bin nicht blind für gewisse Schatten, die das Glück dieses glorreichen Landes verdunkeln wollen. Es ist mir nicht unbekannt, dass es auch hier, selbst hier muss ich sagen, gerade hier, nicht an Elementen fehlt. Elemente, die sich die Radikalen nennen, denen jedes Embarrassement, jedes politische oder finanzielle Ennui des Staates gerade recht ist, um für ihre Umtriebe Kapital daraus zu schlagen. Sie nennen sich die Männer des Volkes, obgleich ihre einzige Beziehung zum Volke darin besteht, dass sie dessen gesunde Instinkte zersetzen und es zu seinem Unglück, seines natürlichen Glaubens an die Notwendigkeit einer wohlgestuften Gesellschaftsordnung berauben. Wodurch? Indem sie ihm die ganz und gar widernatürliche und darum auch volksfremde Idee der Gleichheit einimpfen. Lieber Marquis, Sie legen Gesinnungen an den Tag, die nur zu loben sind. Der König nickte dem Gesandten mit hochgezogenen Augenbrauen zu, worüber dieser sich sehr freute. Gesinnungen übrigens, wie sie nicht nur ihrer Herkunft entsprechen, sondern auch ihnen persönlich und individuell, lassen Sie mich das hinzufügen, durchaus zu Gesichte stehen. Und während wir unsere tiefen Abschiedsverbeugungen darbrachten, hörte ich wohl, obgleich ich es scheinbar nicht hören sollte, das zwiefache Charmant, Charmant, mit dem der Monarch sich gegen Herrn von Lyon erkenntlich erwies. Und, liebe Eltern, 2 Tage später erhielt ich vom königlichen Hofmarschallamt ein Päckchen, enthaltend die Insignien des portugiesischen Ordens vom Roten Löwen 2. Klasse, den seine Majestät geruht hatte, mir zu verleihen, an karmoisinrotem Band um den Hals zu tragen, sodass ich mich also hinfort bei formellen Gelegenheiten nicht länger wie noch beim Gesandten im kahlen Frackanzug darzustellen haben werde. Ich weiß wohl, dass ein Mann seinen wahren Wert nicht in Emaille auf der Hemdbrust, sondern im tieferen Busen trägt. Aber die Menschen, ihr kennt sie länger und besser als ich, wollen das Sichtbare, den Augenschein, das Sinnbild und tragbare Ehrenzeichen. Und ich schelte sie nicht deswegen. Nur so viel für heute, treueste Eltern. Bald weiteres von meinen Erlebnissen und Welterfahrungen, die ich samt und sonders eurer Großmut zu danken haben werde. Euer in Zärtlichkeit treu gehorsamer Sohn, Lulu. Treu gehorsamer Sohn, Lulu. Dieses in wohlstudierter, leicht nach links geneigter Steilschrift hergestellte, teils deutsch, teils französisch abgefasste, eine ganze Anzahl der kleinen Briefbögen des Hotels Savoy Palace füllende Handschreiben mit der vom Oval umhüllten Unterschrift ging ab an meine Erzeuger auf Schloss Morrefuge bei Luxemburg. Mehrere Tage hatte ich an das Werkchen gewandt, das übrigens von einigen Verschleierungen am Anfang abgesehen mein Erlebtes ganz wahrheitsgemäß wiedergab. Die Sorgfalt, die ich für den Bericht aufgeboten, ist umso höher einzuschätzen, als ich die Zeit dafür mit meinem eifrigen, nur mit Mühe in den Grenzen der Diskretion gehaltenen Verkehr im Hause Kuckuck abzustehlen hatte, welcher sich, wer hätte es gedacht, hauptsächlich auf den Sport, den ich so wenig wie einen anderen je betrieben, das Tennisspielen mit Susu und ihrer Clubgesellschaft stützte. Jene Verabredung einzugehen und einzuhalten war keine kleine Keckheit von meiner Seite. Zumute war mir ganz ähnlich wie einst, als ich eine abenteuerliche und zwar beklommene,
aber auch frohe Entschlossenheit im Herzen vor die militärische Aushebungskommission getreten war. Entschlossenheit ist... Ich ging also in den Club, legte meine Jacke ab, nahm mir ein Racket und begann, mich auf dem Platze im tendlich vertraulichen Gebrauch dieses hübschen Gegenstandes zu versuchen. Ich sandte einen Ball nach dem anderen mit Vor- oder Rückhandschlag übers Netz. Womöglich über dieses, denn meistens gingen meine Würfe ins Netz hinein oder sträflich weit über die Grenze des Gegenhofs hinaus. Ja, wenn ich mich allzu sehr ins Zeug gelegt hatte, selbst über die hohe Umgitterung des Spielplatzes hinweg ins Freie. Sieh da, der Marquis trainiert solo. Es sieht vielversprechend aus. Susu Kuckuck schlenderte heran. Nun, und jene Zeichnungen, Marquis, wo sind sie? Sie wissen, dass ich sie zu sehen, sie an mich zu nehmen wünsche. Aber Susu, ich konnte sie unmöglich mit hierher nehmen. Wo sollte ich sie lassen und wie sie ihnen hier vorlegen, wo wir jeden Augenblick Gefahr laufen würden, dabei ertappt zu werden? Was für eine Redensart, ertappt zu werden. Nun ja, diese träumerischen Erzeugnisse meines Gedenkens an sie sind nichts für die Augen Dritter. Die Frage ganz beiseite gelassen, ob sie etwas für die ihren wären. Wie kommen Sie eigentlich dazu, mich Susu zu nennen? Ja, alle Welt nennt sie so und ich liebe diesen ihren Namen so sehr. Ich horchte auf, als ich ihn zum ersten Mal vernahm und habe ihn gleich in mein Herz geschlossen. Wie kann man einen Namen ins Herz schließen? Der Name ist ja mit der Person, die ihn trägt, unzertrennlich verbunden. Worin Sie sich hier üben, Marquis, das nennt man nicht Tennis. Das nennt man einem Mädchen den Hof machen. Ihr jungen Männer seid alle garstige, lasterhafte Buben, die auf das Unanständige aus sind. Wenn Sie weggehen wollen, so nehmen Sie mir die Möglichkeit, die Liebe zu verteidigen. Das will ich auch. Wir sind hier schon zu lange zu zweien. Erstens schickt sich das nicht. Und zweitens, denn wenn ich erstens sage, pflege ich es nicht an einem zweitens fehlen zu lassen. Zweitens finden Sie ja wenig Geschmack am Einzelnen und entzücken sich vielmehr an Kombinationen. Sie ist eifersüchtig auf ihre Mutter, sagte ich, nicht ohne Freude zu mir selbst. Au revoir! Mochte doch auch die Rassekönigin es sein auf ihr Töchterlein. Das hätte der Eifersucht entsprochen, die mein Gefühl für die eine oft in sich hegte auf mein Gefühl für die andere. Ein- bis zweimal die Woche übte ich nun den Tennissport mit anschließendem intimen Déjeuner im Hause Kuckuck. Mein Spiel, das ich zuweilen als Susus Partner, zuweilen als ihr Gegner, zuweilen auch, wie es kam, fern von ihr auf dem anderen Felde übte, gewann sehr rasch an Ausgeglichenheit. Hätten sich dem Alleinsein mit ihr nur weniger Schwierigkeiten entgegengestellt. Die Gebote einer südlichen Sittenstrenge waren ihm eindrucksvoll, aber störend im Wege. Kein Gedanke daran, dass ich Susu von ihrem Haus zum Spiel hätte abholen dürfen. Wir trafen uns erst an Ort und Stelle. Auch keine Möglichkeit, den Heimweg vom Spielplatz zu Villa Kuckuck mit ihr zurückzulegen. Es verstehe sich, dass von selbst hatten wir immer Begleitung. Von der Undenkbarkeit irgendeines Tête-à-Têtes mit ihrem Hause selbst, vor oder nach Tische, im Salon oder wo auch immer, schweige ich ohnehin. Nur das Ausruhen auf einer der Bänke außerhalb der Umgitterung der Tennisplätze führte je und je einmal zu einem Gespräch mit ihr unter vier Augen, das denn regelmäßig mit der Anmahnung der Porträtzeichnungen begann. Da machen Sie mir wieder den Hof, Louis. Ja, Raspeln es ist wahr. Sehen mich dringlich. Sie hatte angefangen, mich unter vier Augen zuweilen Louis zu nennen. Nein, ich soll sagen liebevoll. Aber das ist ein Lügenwort. Wie ich sie Susu nannte. Mit ihren blauen Augen an, die, wie Sie wissen, nebst ihrem blonden Haar so überaus wundersam mit ihrem brünetten Teint kontrastieren, dass man nicht weiß, was man von ihnen denken soll. Und was wollen Sie? Worauf haben Sie es abgesehen bei Ihren schmelzenden Worten und Blicken? Auf etwas unsagbar Lächerliches, Absurdes und kindisch Unappetitliches. Sie wollen, dass wir uns umschlingen, der eine Mensch den anderen, und dass sie ihren Mund auf meinen drücken, wobei unsere Nasenlöcher kreuzweise stehen und einer des anderen Atem atmet, dass zwei gesittete Wesen sich aufführen wie Menschenfresser. Susu, ich bitte Sie, wie reden Sie von der Liebe und von dem, worauf sie hinaus will? Die Liebe will auf gar nichts hinaus. Sie will und denkt nicht über sich selbst hinaus. Sie ist nur sie selbst und ganz in sich selbst verwoben. Aber sie ist grundanständig und ihre so harschen Worte sind ihr weit voraus auf einem Wege, von dem sie nichts weiß, selbst wenn sie ihn kennt. Ich bitte Sie, wie reden Sie vom Kuss? Dem zartesten Austausch der Welt, stumm und lieblich wie eine Blume. Patati patata, alles nur Süßholzgeraspel, um uns in eure Bubenlasterhaftigkeit hineinzuschwatzen. Pfui!
Der Kuss, der gar zarte Austausch, die Haut ist, was eure Liebe im Sinn hat, des Körpers bloße Haut. Und worauf ihr aus seid, das ist, mit uns zu liegen nackt, Haut an Haut, und uns das absurde Vergnügen zu lehren, wie ein armer Mensch des anderen dunstige Oberfläche abkostet mit Lippen und Händen, ohne dass sie sich schämten der kläglichen Lächerlichkeit ihres Treibens. Aber die Liebe, liebe Susu, durchzieht die ganze Welt. Wenn Sie an der Straßenecke dem schmutzigen Bettlerkind, das zu Ihnen aufblickt, nicht nur ein paar Centavos geben, sondern ihm auch mit der Hand, selbst wenn sie ohne Handschuhe ist, übers Haar streichen, obgleich wahrscheinlich Läuse darin sind, und ihm dabei in die Augen lächeln, worauf Sie etwas glücklicher weitergehen, als Sie vorher waren, was ist das anderes als die zarte Spur der Liebe? Ich will Ihnen etwas sagen, Susu. Überall sehen Sie die Spuren der Liebe. Die Menschen geben einander die Hand, das ist etwas sehr Gewöhnliches. Niemand denkt sich etwas dabei, außer denen, die lieben. Und diese Berührung genießen, weil ihnen weitere nicht erlaubt sind. Bei meiner Ehre schwöre ich, so sprach ich. Und nun geschah etwas ungemein Merkwürdiges. Susu nämlich gab mir die Hand. Ohne mich anzusehen, den Kopf abgewandt, reichte sie mir ihre rechte herüber. Und ich nahm sie und drückte sie, und sie erwiderte den Druck. In demselben Augenblick aber zog sie mit einem Ruck die Hand wieder aus der meinen. Und jene Zeichnungen, die Sie sich erlaubt haben? Wo bleiben sie? Warum überbringen Sie sie mir nicht endlich? Aber, Susu, ich habe das nicht vergessen. Ich bin auch nicht darauf aus, es in Vergessenheit zu bringen. Nur wissen Sie selbst, es fehlt an Gelegenheit. Ihre Fantasielosigkeit im Ausfinden einer Gelegenheit ist recht kläglich. Ich sehe, man muss Ihrem Ungeschick zu Hilfe kommen. Hinter unserem Haus ist eine Bank. In einem Oleandergebüsch. Schon mehr eine Laube. Da sitze ich gern nach dem Déjeuner. Und nun behalten Sie Ihre Hand für sich. Wir können nachher Shake Hands machen. Es hat keinen Sinn, dass wir uns zwischendurch alle Augenblicke die Hände drücken. Gewiss war ich glücklich über diese Verabredung. Doch versteht es sich, dass auch Beklommenheit mich ankam bei dem Gedanken, Susu die Bilder sehen zu lassen, was ja ein starkes Stück sein würde oder eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit war. Hätte ich nur ohne die verwünschten, überkühnen Kunstblätter zum Stelldichein kommen dürfen. Ein Tag nach dem anderen verstrich, ohne dass ich der Vorladung Susus Folge geleistet hätte. Etwas kam dazwischen, ein Erlebnis von düsterer Festlichkeit, das mein Verhältnis zu dem Doppelbilde von einer Stunde zur anderen veränderte und verschob, indem es den einen Teil, den mütterlichen mit sehr starkem Licht, einem blutroten übergoss und den anderen, den reizend töchterlichen, dadurch ein wenig in den Schatten stellte. Allem voranzustellen ist, dass mein Aufenthalt in Lissabon sich allgemach seinem Ende näherte. Bereits schrieb man späte Tage bis September. Die Wiederkehr der Kap Arkona stand nahe bevor und bis zu meiner Einschiffung blieb kaum eine Woche. Das Herz voller Allsympathie durchwanderte ich eines Vormittags, ohne alle Begleitung, die Zimmer des Erdgeschosses, die Gänge des Souterrains von Kuckucks Schöpfung. Worauf ich nicht unterließ, beim Hausherrn, der doch wissen sollte, dass es mich wieder hierher gezogen, zu kurzer Begrüßung in seinem Büro vorzusprechen. Wie immer empfing er mich mit viel Herzlichkeit. Wussten Sie, mein lieber Marquis, dass heute der Geburtstag des Prinzen Luis Pedro, eines Bruders des Königs, ist? Aus diesem Anlass ist auf den morgigen Sonntagnachmittag eine Corrida de Toros, ein Stierkampf, angesetzt, dem der hohe Herr beiwohnen wird. Ich gedenke, mit meinen Damen und Herrn Hurtado das volkstümliche Schauspiel zu besuchen. Ich habe Karten dafür, Plätze auf der Schattenseite. Und ich habe auch eine für Sie. Wie denken Sie darüber? Ach, lieber Professor, ich bin eigentlich eher blutscheu und vielleicht nicht der rechte Mann für volkstümliche Metzeleien. Eine Corrida ist zwar eine ernste Sache, aber keine abscheuliche. Im Übrigen können Sie ja nach Belieben wegsehen und Ihre Aufmerksamkeit dem Festpublikum widmen. Gut, denn ich saß zwischen Kuckuck und Donna Maria Pia. Ihr strenges, südbleiches Gesicht im Schatten der Mantilla war unbeweglich. Aber ihr Busen hob und senkte sich in Beschleunigung. Und ich sah, ihrer Nichtachtung gewiss, dies Gesicht, diesen in unvollkommener Beherrschtheit wogenden Busen öfter an als das bespießte, im Rücken lächerlich klein beflügelte und etwas von Blut beronnene Opfertier. So nenne ich es, weil man sehr stumpf hätte sein müssen, um nicht die zugleich beklemmende und heilig belustigende, aus Jux, Blut und Andacht unvergleichlich gemischte Stimmung von freigegebener Urvolkstümlichkeit
tief heraufgeholter Todesfestlichkeit zu spüren, die über dem Ganzen lag. Das ist Ribeiro, ein beachtlicher Junge. Aus der Gruppe der Kampfsportler löste sich einer der Espadas und nahm, da sonst jedermann sich zurückhielt, zusammen mit dem blutig wütenden Stier allein die Manege ein. Schon bei der Prozession war er mir aufgefallen, denn das Schöne und Elegante sondert mein Auge sogleich aus dem Gewöhnlichen aus. Die Zuschauermenge sprang jubelnd auf, rief Ribeiro und Teuro und klatschte. Ich selbst tat dies und neben mir die Rassekönigin mit dem wogenden Busen, die ich anblickte, abwechselnd mit der rasch sich auflösenden tiermenschlichen Schaugruppe, da die gestrenge und elementare Person dieser Frau mir mehr und mehr eins wurde mit dem Blutspiel da unten. Ribeiro lieferte im Duett mit dem Teuro noch ein und das andere Glanzstückchen. Das Spiel zu enden lief Ribeiro zu der liegen gelassenen Klinge, stand dort, breitete in der üblichen einladenden Haltung ein Knie gebogen, den Mantel vor sich hin und sah ernsten Auges zu, wie der Stier mit eingelegtem Gewaffen, aber schon recht schwerfälligem Galopp, sich ihm nahte. Sehr ließ er ihn nahen. Ganz heran, griff im genauesten Augenblick den Degen vom Boden auf und stieß dem Tiere blitzschnell den schmalen und blanken Stahl bis halb zum Heft in den Nacken. Er sackte zusammen, wälzte sich massig, bohrte einen Augenblick die Hörner in den Grund, als gelte es das rote Tuch, legte sich dann auf die Seite und seine Augen verglasten. Es war in der Tat die eleganteste Art der Schlachtung. Ribeiro begleitete das bunte Maultiergefährt, das den Stier abholte, und kehrte nicht mehr zurück. Wir sahen noch zwei Stiere an, die weniger gut waren, wie auch der Espada, der den einen mit der Klinge so mangelhaft traf, dass er nur einen Blutsturz bekam, aber nicht viel. Ich sah all dem nur mit einem Auge zu, nur soweit es mich nicht störte im Anschauen der Frau, deren Bild und Wesen durch das Volksfest so sehr gehoben und gleichsam erst recht zu sich selbst gebracht, zum Anschauen reif gemacht worden war. Ihr Busen war jetzt zur Ruhe gekommen. Mich verlangte danach, ihn wieder wogen zu sehen. Susu, ich verhehle es mir nicht, war mir während des Blutspieles ganz und gar aus dem Sinn gekommen. Desto entschiedener beschloss ich, ihrer beständigen Forderung endlich Folge zu leisten und ihr in Gottes Namen die Bilder vorzulegen, die sie als ihr Eigentum ansprach. Die Aktbilder Sasas mit Susus Schläfenfransen. Ah, noch hier. Auf den nächsten Tag war ich noch einmal bei Kuckucks zum Déjeuner geladen. Nach dem Kaffee fand ich Susu auf besagter Bank. Im Hintergrunde, zur Rechten, umgab das beredte Oleandergebüsch in schützendem Halbkreis die bezeichnete Bank. Die Liebe las in einem Buch. Ich bin hier zur Einlösung meines Versprechens, Susu. Wie löblich. Der Herr Marquis hat sich auf seine Schuldigkeit besonnen. Ohne Übereilung. Die Bank hier ist allmählich zu einer Art von Wartebank geworden. Sie hatte zu viel gesagt und biss sich auf die Lippen. Der Abschied von Lissabon, Susu, wird mir schwer. Ich habe unten Ihrem verehrten Papa Adieu gesagt. Wie denkwürdig hat er vorhin über die frommen Verrichtungen der Menschheit gesprochen. Die Corrida gestern war doch ein, ich will mindestens sagen, kurioser Eindruck. Ich habe nur wenig hingeschaut. Auch Ihre Aufmerksamkeit schien geteilt, wie sie es vorzugsweise ist. Aber zur Sache, Marquis. Wo sind meine Dessins? Hier, es war Ihr Wille. Sie verstehen es. Es sind träumerische Produkte, unwissentlich sozusagen entstanden. Sie hielt die wenigen Blätter, betrachtete das oberste. Es war da Sasas Körper, verliebt gezeichnet, in der und der Stellung. Die flachen Ohrboutons stimmten, noch genauer die Haarfransen. Das Gesicht wies geringe Verwandtschaft auf, doch was galt hier das Gesicht? Eine tiefe Röte überzog beim Anblick der eigenen süßen Nacktheit ihr Antlitz. Sie sprang auf, zerriss Ritsch und Ratsch kreuz und quer die Kunstwerke und streute die flatternden Stücke in die Luft. Gewiss, das hatte so kommen müssen. Was aber nicht so kommen musste und dennoch kam, war dies. Sie schlang die Arme um meinen Hals, küsste mich, während zugleich und das war das Allerrührendste, ihre kleine Geballte, die linke, immerfort im Takt gegen meine Schulter hämmerte. Welche Schicksalswende nun aber! Welcher Wandel des Glücks! Vor Busch und Bank, vor uns, stand Susus Mutter. Madame, ich bedauere die Störung Ihrer Nachmittagsruhe. Dies hier geschah und vollzog sich wie von ungefähr und in aller Dezenz. Schweigen Sie! Susu, du gehst auf dein Zimmer und bleibst dort, bis man dich ruft.
Marquis, ich habe mit Ihnen zu reden. Folgen Sie mir. Susu lief über den Rasen davon, der offenbar auch die nahenden Schritte der Signora gedämpft hatte. Jetzt schlug diese den Kiesweg ein und, aufs Wort gehorsam, folgte ich ihr, ging ein wenig schräg hinter ihr. So ging es ins Haus und in den Salon, von dem eine Tür ins Speisezimmer führte. Hinter der entgegengesetzten, nicht ganz geschlossenen, schien ein intimerer Raum zu liegen. Die Hand der Gestrengen zog sie zu. Ich begegnete ihrem Blick. Luis? Sie war nicht hübsch. Das Nächstliegende wäre, Sie zu fragen, ob dies Ihre Art aber sehr ist, schön. Portugiesische Gastfreundschaft zu lohnen. Schweigen Sie! Ich erspare mir Fragen und Ihnen die Antwort. Ich habe Sie nicht hierher befohlen, um Ihnen Gelegenheit zu törichten Entschuldigungen zu geben. Sie würden vergebens versuchen, die Torheit Ihrer Handlung damit zu übertreffen. Torheit? Dies unüberbietbar und alles, was Ihnen nun bleibt, Ihnen einzig zukommt, ist zu schweigen und es reiferen Personen zu überlassen, ihre Sache zu führen, sie auf den rechten Weg zu führen, hinweg von dem Weg unverantwortlicher Kinderei, den sie jugendlich genug waren, einzuschlagen. Was dachten Sie sich? Was wollten Sie mit diesem Kinde? Susanna wird über kurz oder lang, wahrscheinlich binnen kurzem, die Gattin Don Miguels werden. Ermessen Sie danach, welch eine Torheit Ihr Liebesbedürfnis beging, als es den Weg der Kinderei wählte und sich darauf kaprizierte, das Köpfchen eines Kindes zu verwirren. Reife Vernunft hatte dazwischen zu treten, bevor es zu spät war. Sie haben einmal, im Laufe einer Konversation, von der Güte der Reife gesprochen, von der Güte, mit der Sie den Namen der Jugend Maria! Nennt. Ein Wirbelsturm urtümlicher Kräfte trug mich ins Reich der Wonne. Und hoch, stürmischer als beim iberischen Blutspiel, sah ich unter meinen glühenden Zärtlichkeiten den königlichen Busen wogen. Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Hörspiel nach dem Roman von Thomas Mann. Es sprachen Felix Krull, Barnaby Metschurat, Stabsarzt Klaus Herm, Susu Friederike Kempter, Professor Kuckuck Peter Fricke, Stanko Wladimir Pavitsch, Marquis de Venosta Hans Löw, Diane Sandra Borgmann, Madame Kuckuck Theresa Harder, Schimmelpriester Gerd Baltus, Meister Peter Weiß, Urtado Konstantin Graudus, Engelbert Krull Michael Prelle. In weiteren Rollen wirkten mit Horst Arendthold, Michael Griem, Hendrik Heutmann, Kerstin Hilbig, Wolf Fraß, Siegfried W. Kernen, Felix Knopp, Lewe Kühl, Thor W. Müller, Simona Pahl, Jörg Plewa, Gerd D. Samariter, Stefan Schwarz, Urta Spielek, Jürgen Uter, Benjamin Utzerath und Frank Wiczorek. Komposition Jan-Peter Pflug mit Lisa Lammel, Simon Nussbruch und Benjamin Sprick an Violine, Bratsche und Cello sowie Tim Beger an der Klarinette und Bassklarinette. Wortaufnahmen Rudolf Grosser. Technische Realisation Gerd-Ulrich Poggensee und Sabine Kaufmann. Regieassistenz Stefanie Porath-Walsch. Hörspielbearbeitung und Regie Sven Stricker. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2008.